Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel, dieses Mal mit dem schwarzen Auge in der fünften Edition und wir spielen dieses Abenteuer, die Klingen der Nacht. Und wir sind mittlerweile an der 22. Folge angekommen. Es hat ja schon fast, Kampagnengröße hier. Ja. Wie immer heute mit dabei der Rerion als Lothier. Huch, zuerst? Na gut, Haha, ich hallo. hab dich überrascht, ne? Ja, und Leopardin 202 als Ilva. Guten Abend. Die Feder als IKU. Hallo. Und der Pölle als Goswin. Schuhu. Ja. Wir befinden uns immer noch im eisigen Norden Aventuriens, nahe der Bernsteinbucht. Unsere Helden haben ja den Fall einer kleinen Stadt miterlebt, der Stadt Frisov. Dunkelelfen aus dem ewigen Eis sind gen Süden gewandert und greifen die Menschheit an. Und ja, irgendwas hat dieser Angriff zu tun mit seltsamen Himmelslichtern genannten Artefakten. Und unsere Helden besitzen eins davon, zumindest persönlich. Ja, irgendwas hat das mit den. Mit diesem Angriff zu tun. Was genau, weiß man immer noch nicht so richtig. Und ja, wir versuchen gemeinsam die Dunkelelfen zurückzuschlagen, haben letzte Folge auch Unterstützung bekommen von einer abtrünnigen Dunkelelfe. Und ja, versuchen nun weitere Himmelslichter irgendwie herauszufinden. Und zumindest so herauszufinden, wo sie sind und ihre habhaft zu werden. Und neue Verbündete zu generieren. Und die Idee war, Ilvas Stamm doch zu rekrutieren, weil wer kämpft besser als Fjaninger? Ja, da war Ilva nicht so begeistert von. Hat sich aber breitschlagen lassen nach, ja. Eigentlich war die Diskussion gar nicht so lang, aber ja. Trotzdem macht sie mit. Hat euch zum Winterlager der Fjaninger geführt, zum Vermuteten. Tatsächlich kam es dazu, dass ja, ihr den Fjaninger Stamm gesehen habt. Sie habt das Lager erreicht. Ein paar, ja, eine kleine Vorhut ist euch entgegengelaufen. Es gab ein episches Staring-Duell zwischen Ilva und einer Kriegerin, was Ilva gewonnen hat. Und ja, der letzte Satz war irgendwie sowas wie, ihr müsst euch aber erst beweisen, bevor ihr irgendwas machen dürft. Ja. Und da ist, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was euch wichtig war? Ilva von den Himmelslichtjägern. Ja, neuer Name, genau, Ich ja. habe einen neuen Stamm, jawohl, jawohl. Ja, wir sind jetzt eine Boyband, nur mit Girls und nur vier Personen. Obwohl, vielleicht können wir den Hund dazu zählen, dann sind wir fünf. Ja, nee, warte, wir haben ja hier Eisblüte. Boyband mit Girls. Ja, genau. Mit mehr Girls als Boys. Und einem Hund. Richtig. Klingt für mich wie TKKG. Aber gut. Ja. Der Hund heißt aber nicht Timmy, sondern wie hieß er nochmal? Das waren die fünf Freunde mit dem Hund. Ach, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen. TKKG hatten doch auch sowas. Ach nee, da war nur ein Tarzan, der auf Nee. einmal Tim hieß, ne? Genau. Ich bin alt, so vergesslich. Ersten Anzeichen, liefert mich ein. Ja. Fünf Freunde, das war auch Enid Blyton, wenn mich nicht alles täuscht. Da war der Link, okay. Gut, ja. Das ist aber nur nebenbei. Wir gehen mal wieder, ja, die fünf Freunde. Wir gehen wieder in die Szenerie hinein. Die kleine Vorhut stapft vor den hier nicht mehr ganz so tiefen Schnee, weil hier ist, man schon bemerken kann, dass hier öfters Leute langlaufen. Den Weg nach oben auf das Plateau, wo die Fjaninger siedeln. Und ja, ihr könnt geschäftiges Dorftreiben zwischen großen Iglus und Zelten erkennen.
Viele Hunde, die da durch die Gegend laufen, Schlittenhunde, vor allen Dingen abgestellte Schlitten. Wehranlagen auch auf der Seite, die zum Abhang hin ist. Also man hat auch hier wieder, wie ihr das schon mal gesehen hattet, so Pfosten in den Boden gerammt. Allerdings sind da diesmal keine Elfenköpfe drauf aufgespießt. Ja, und ja, die Zelte sind relativ geräumig und groß. Ein bisschen größer als Ikayu das so aus ihrem Stamm irgendwie kennt. Was aber auch damit zu tun hat, dass alle zumindest, alle, die hier sehen können, zumindest alle so ein, zwei Köpfe größer sind als Ikayu. Was jetzt auch nicht so sonderlich schwer ist, aber ja. Ich habe die richtige Höhe, um was anderes zu treffen, was lebenswichtig ist. Nieren, ja. Ja, genau. Nieren. War das so? Kleinwüchsige Fjärdinger sind 1,70, ne? Mhm. Ja. Ja. Die meisten sind sogar noch einen Kopf größer als Lot hier. Ja. Guck mal, der Kagrim versteht mich, der hat nämlich rausgefunden, dass Oskar der Hund von Gabi war bei TKKG. Mhm. Ja, egal. Nur mal so nebenbei. Ja, also, ja, geschäftiges Treiben zwischen den Zelten. Männer und Frauen, die Dinge hin und her tragen in grob geflochtenen Körben oder in Tüchern eingewickelt. Ja, Frauen mit Kindern auf dem Arm. Es sind auch einige ja, junge Krieger, die irgendwie versuchen, mit Übungswaffen irgendwie sich in Form zu halten. Es gibt einen großen Platz in der Mitte, auf dem ja, ein großes so eine Feuer aufgeschichtet ist, was am Brennen gehalten wird. Ja, wo auch für Leute versuchen, ja, Essen irgendwie drüber zu garen. So, an langen Stielen. Aber sonst sind auch Kochstellen zu erkennen an den einzelnen Zelten. Ja, und die euch begleitenden Krieger stapfen voran auf ein besonders großes und prächtig geschmücktes und auch bemaltes Zelt zu. Und ja, es ist bemalt mit ja, so Jagdszenen, vor allen Dingen Bären, die erlegt werden, Wölfe, was jetzt vielleicht für Ikayu nicht so toll ist. Und ja, ansonsten schaut ihr mehr in grimmige Gesichter als in freundliche, zugewandte Gesichter, als ihr da durch die Gegend stapft. Vor allen Dingen Eisblüte, die hinter euch herläuft, obwohl sie die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat, fällt ob ihrer Figur alleine schon doch deutlich auf. Und auch Goswin wird sehr kritisch beäugt, ob seiner spitzen Ohren, falls er sie nicht versteckt hat. Unter der Pelzmütze, die er wahrscheinlich anhat wegen die Kälte. Ja, sicher. Ja. Auch Lothir, der ja sichtbar als er geweihter der Ephion erkennbar ist, wird kritisch beäugt. Aber die schlimmsten Blicke werfen die Leute Ilva zu. Und das ist für euch alle deutlich sichtbar. Da ist sowas wie Abscheu, also richtiger offener Hass, die vor allen Dingen von den Frauen ihr gegenüber ausgedrückt wird, an denen ihr vorbeilauft. Ihr seht, dass Ilva versucht, sich nichts anmerken zu lassen, dass sie den Rücken noch ein bisschen weiter durchdrückt und ganz aufrecht, aber wie total gespannt und unter Strom irgendwie, das könnt ihr genau sehen, irgendwie aber doch festen Schrittes durch das Dorf auf das große Zelt zugeht. Das kann ja unterhaltsam werden. Zwischen den Zelten laufen immer mehr vor allen Dingen Kinder irgendwie hervor oder machen die Zeltplanen auf. Teilweise gucken die halt unter den Zeltplanen herunter und es scheint wohl ein ziemliches Ereignis zu sein, dass hier Leute irgendwie reingelassen werden. Ich werde einen leisen Pfiff geben,
von mir geben und damit Liska an Ilvas Seite hängen, so nach dem Motto, wodurch der Hund wahrscheinlich so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung verfällt, weil Tiere bemerken feindselige Schwingungen. Und Liska ist ein großer Fan von Ilva, deswegen mag der Hund das eigentlich so gar nicht. Und ist dementsprechend auch aufmerksam. Und bedacht, dass niemand seinem Rudelmitglied zu nahe kommt. Ich komme zum ersten Mal klein vor. Das ist so die unauffälligste Rückenstärkung, die wir Ilva irgendwie geben können. Deswegen denke ich, ist das ganz gut. Ja, die Kriegerin, die euch hierher geführt hat, verschwindet in dem großen Zelt, macht euch eine Geste, dass ihr stehen bleiben sollt. Was auch auffällt übrigens, wenn ihr da so rum herumlauft, es scheint irgendwie sehr wenig gesprochen zu werden hier. Ob das jetzt der Tatsache geschuldet ist, dass ihr hier, dass alle euch anstarren, als ihr durch das Dorf laufen, alle sich irgendwie interessiert, irgendwie so euch, also nichts zu tun haben als... Oder ob hier wirklich tatsächlich wenig gesprochen wird allgemein. Ihr hört keine Leute irgendwie miteinander reden, was man ja sonst irgendwie mal hat, auch wenn man so in so ein Dorf reinkommt. Selbst die Kinder reden kaum miteinander. Auch die da eben noch Probe gekämpft haben. Es geht sehr viel mit Gesten. Und ja, auch die Kriegerin, die euch hierher geführt hat, macht halt eine Geste und deutet euch zu stehen zu bleiben. Und ihr steht halt in der Nähe des großen Feuers, in der Mitte. Immer noch beobachtet von mehreren anderen Kriegern und Dorfbewohnern. Verschwindet irgendwie für 5 Minuten oder so in dem Zelt, lässt euch da stehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch nochmal unterhalten. Hätten wir Ilva das Vierundsbärenfell geben sollen? Das hätte bestimmt Eindruck geschunden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel verbessert hätte. Und dann wäre mir kälter geworden. Es hat auch echt nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Du bist wirklich sehr beliebt hier. Irgendwelche Tipps, Ilva? Dinge, die wir auf gar keinen Fall tun sollten, ohne dass wir zufällig einen Krieg auslösen oder weiß ich nicht. Goswin, in welche Richtung liegt Lobang? Südlich, Sotir, südlich. Gut. Dann kommt die Kriegerin nach 5 Minuten wieder raus. Baut sich irgendwie auch groß vor Ilva auf und meint: Welche Gaben habt ihr für den Häuptling? Wir haben keine Gaben für den Häuptling. Wir kommen mit einem guten Angebot. Informationen. Informationen? Die dem Stamm das Überleben sichern werden. Wenn ihr daran kein Interesse habt, können wir auch wieder gehen. Muss dazu die anderen. Dreht sich dann ohne ein Wort zu sagen um und verschwindet wieder in dem Zelt. Und ja, es gehen wieder 5 Minuten. Und dann werden die Zeltplanen so zur Seite gerollt. So, der Durchgang wird geräumiger gemacht, aufgehalten, durch wahrscheinlich so eine Schnurverbindung irgendwie aufgezogen, dass ihr in das Innere des Zeltes gucken könnt. Ein prachtvoll ausgestattetes Zelt mit vielen edlen Fellen darin. Und auch einiges an Gold und Bronze verarbeitet. Und so etwas Ähnliches wie ein Thron aufgebaut. An der einen Zeltwand stehend auf einem kleinen Podest aus Holz. Der Thron scheint ebenfalls aus Holz zu sein, allerdings ist er bemalt.
mit schillernden Farben. Und ja, hat so bronzene Metallverschläge, die so ein bisschen daran erinnern, irgendwie an durch den Thron durchgestoßene Speere oder Schwerter oder so etwas. Und auf dem Thron sitzt ja ein, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ilva erkennt den Mann, aber Ilva hat den Mann noch nie so gesehen, wie er jetzt aussieht. Tiefe Furchen im Gesicht, wie für die Fjaninger üblich, ja, längeres Haar, einen vollen, langen Bart, noch länger als der von Lothir, der eher, wenn er nicht so zerzaust und verfilzt wäre, zu einem Zwerg vielleicht passen würde. Ja, in ein edles Firunsbärenfell, sehr edel und sehr rein aussehend gekleidet. Mit die Stirn richtig tief eingerunzelt, zu einem skeptischen Blick verzogen. Auf die Lehnen gestützt, nach hinten gelehnt, euch erwartend. Und hinter ihm steht eine Frau auch mit ja, in edle Felle gekleidet, mit etlichen Umhängen und Verzierungen an den Fellen, die sie trägt. Und ja, der Mann hat eine Krone auf, aus Holz. Und auch die Frau trägt so einen kleinen Reif über der Stirn. Aber der ist eher verziert, der hat so ein paar, ja, so Misteln drin, Mistelblumen und Blätter. Ansonsten ist jetzt noch die Kriegerin da und zwei andere Krieger begleiten euch, wenn ihr hineintreten wollt. Ja, ich gehe auf jeden Fall rein. Das ist jetzt unsere Chance. Ja. Ich bin definitiv nicht alleine. Was Ilva auffällt, der Mann, den du da siehst, den kennst du und du weißt, dass er nicht besonders alt ist. Und du hast jemand anderen erwartet, der hier sitzt. Ich runzel so ein bisschen. Aber der Mann, der da sitzt, ist Pandur. Anscheinend inzwischen Häuptling des Stamms. Aber Pandur sieht nicht so aus, wie du ihn in Erinnerung hast. Er sieht alt aus. Vielleicht 10, 12, 15 Jahre gealtert. Mindestens. Schwer zu sagen, mit diesem langen Bart, den er früher nicht getragen hat. Hä, es war doch nur ein paar Monate weg jetzt, oder nicht mal, oder wie lange? Ja. Okay. Man sieht mir die gerunzelte Stirn und ein bisschen Überraschung an, aber dann fängt sich das Gesicht wieder. Ja. So ein bisschen so. Für die anderen ist es sehr schwer zu sagen, wie alt dieser Mann wohl sein mag. Er wirkt aufgrund seines Äußeren schon irgendwie weise und majestätisch, allerdings auch irgendwie schlapp im Vergleich zu den Kriegern, die jetzt hier rumlaufen. Schlaff, also wie er da auf dem Thron sitzt, sehr nicht träge, aber müde vielleicht. Ja, ich gehe rein. Sieh die beiden, wäre wahrscheinlich doch für einen kurzen Moment tatsächlich erstmal ein bisschen verwundert. Das kann ich auch nicht verbergen, wenn der sich so krass verändert hat. Also das wird man für Bruchteile von Sekunden beim Gesicht ansehen, aber dann fange ich mich auch relativ schnell wieder. Ich trete noch näher davor, verneige mich leicht, blicke die beiden dann fest an, ihnen in die Augen, nacheinander. Pandur, Rangra, ich komme mit Nachrichten aus dem Norden. Nachrichten, die für euch von Bedeutung sein sollten, denn sie könnten über Wohl und Wehe des Stammes entscheiden.
Ja, der folgt auf diesen Satz eine Stille, also es antwortet keiner. Der Mann auf dem Thron scheint euch zu mustern, einer nach dem anderen, ganz langsam. Es hängt so eine schwere, qualmige Luft in diesem Zelt. Vielleicht für Goswin und Lothi am ehesten noch erkennbar ist so ein würziger, weihräucherlicher Geruch. Und dann beugt sich die Frau hinter dem Thron nach vorne, flüstert dem Mann etwas ins Ohr. Und das Ganze hat wirklich vielleicht jetzt wirklich auch wieder so 5 Minuten gedauert, bevor irgendjemand etwas spricht. Und dann ertönt irgendwie eine heisere, tiefe männliche Stimme aus der Kehle des Mannes. Ylva, was führt dich zurück zu den Eisfuchsleuten? Du sagst, du hast Nachricht aus dem Norden. Ja, meine Reise hat mich in den Norden geführt. Wir haben einige Entdeckungen gemacht, die auf viel Unheil für unsere Gegend hier hindeuten. Deswegen bringst du Fremde in mein Zelt. Diese Fremden haben mich aufgenommen. Sie sind, ich gucke die anderen nacheinander an. Ein bisschen wie mein neuer Stamm. Und doch, ja, wir sprechen Fjarningisch übrigens, das wird hier gerade gefragt, natürlich. Und Natürlich. doch, kann ich meine Herkunft nicht verleugnen. Und ich könnte es nicht ertragen, dass Leute, die mir einmal sehr viel bedeutet haben, Leid ertragen müssten, nur weil ich nicht über meinen Stolz springen konnte. Und nicht hierher kam, um euch zu berichten. Die Kriegerin spricht. Nur weil der König, der Häuptling, nicht der König, der Häuptling, nur weil der Häuptling persönlich dich zu sehen gewünscht hat, seid ihr überhaupt hier? Dann verneige ich mich nochmal vor Pandur. Ja, er hebt so leicht den linken Arm und deutet dir so, dass du das nicht machen sollst. Und Dann höre ich sofort auf damit. die anderen können mal eine Sinnesschärfenprobe würfeln. Erschwert um 1. Wenn sie denn wollen. Kein Zwang hier, aber dürft. Kann nicht schaden. Das ist Ikayu mit direkt mal. Okay, das eine ist Gott sei Dank eine 11, nicht eine 2. 11, 220. Das ist der Lot hier. 14, 7, 15. Und der Pölle hinterher mit dem Goswin, der 17, nee, 6, 17, 10 hat. Zwei Qualitätsstufen bei Feder sehe ich da. Zwei bei Pölle und auch zwei bei Lot hier. Ah, schön, dann könnt ihr alle genau dasselbe irgendwie erkennen. Während Ilva mit dem Häuptling spricht, also wenn man das Sprechen reden kann, dieser Austausch dieser einzelnen kleinen zwei Sätze. Ihr habt ja keine Ahnung von den Feinheiten hier. Also mal ernsthaft. Ich habe nicht mal Ahnung, ob hier überhaupt Feinheiten bestehen. verzieht die Frau im Hintergrund deutlich das Gesicht. Und der Blick, den die auf Ilva wirft, ist so. Nicht der Blick, den die Frau draußen irgendwie auf Ilva gerichtet hat, eher so, lass meinen Mann in Ruhe, Blick. Ilva hat mir ja ein bisschen was erzählt und dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich eins und eins zusammenzählen, komme auf zwei und denke mir, ah, ich verstehe. Du bist das!
blöde Kuh. Ja. Ikayu kann nochmal Sinnesschärfe machen. Amuri, nur sie, weil sie erträgt ja das Himmelslicht. Ja, tue ich. 3, 12. Los, hier versucht betont schamanenhaft auszusehen. Schamanenhaft. Drüber, das heißt, ich habe 7 über, dann habe ich 3 Qualitätsstufen. 3 Qualitätsstufen. Ja, du merkst dann auf jeden Fall die Wärme des Himmelslichts unter der Kleidung. Mhm. Und du merkst auch, wie sich an deiner Seite irgendwie, wie ist sie jetzt, Mond, Eisblüte, auch angestrengt im Zelt umschaut. Ja. Ich mach so eine kaum merkliche Handbewegung, so halb im Tamrücken, so ruhig. Ruhig. Ja, und dann geht das Gespräch auf Janigisch weiter. Wer sind Sie? Ich stelle euch der Reihe nach vor. Und das tue ich doch ein bisschen, naja, ausgeschmückt. Ja, mach mal. Ich lasse mich doch mal kurz einleiten hier. Ja. Ich bin nebenbei am Überlegen und ich versuche das zu überbrücken. Jetzt hetz mich nicht. Nee, ich versuche das also für Fjerninger. Jetzt kommt ein epischer Redebeitrag. 2 Worte. Diese Gruppe begleitet mich nun schon seit einiger Zeit. Wir haben einige Abenteuer miteinander bestanden und jeder hat sich auf seine Art beweisen können. Wir haben Goswin hier. Ein sehr kluger Mann, der besondere magische Fähigkeiten hat. Kriegerin, wenn du magisch sagst, fast sofort an ihren Axtgriff. Er wird hier nicht. Ich habe verstanden, dass sie Goswin gesagt hat. Mhm. Ja. Goswin wirst du wohl verstanden haben. Ja. Wohl auch. Dann passt sie an ihren Axtgriff. Ja. Ich stell mich mal demonstrativ dazwischen so und sage, er wird dir nichts tun. Aber er ist sehr hilfreich. Ich bin nicht dann gekommen. Antwortet sie, niemand, der Magie wirkt, ist hilfreich. Wie viele kennst du, die Magie wirken? Wenn er Magie wirkt, 2. Er ist anders. Sie fixiert Goswin. Ja. So wie, das merken die anderen auch irgendwie so. Eine falsche Bewegung und der Kopf ist ab. Und jetzt, das war's. Ja, weiter. Ja. Fängt ganz, ganz sanft an zu lächeln. Gut. Gut. Nicht einknicken. Bitte nicht. Genau. Ja, der Anthropologe in mir. Ja. Sehr schön. Ja. Dann zeige ich auf Lothir. Dieser Mann hat eine enge Bindung zu den Göttern. Er ist wie unser Schamane. Und Ikayu, sie hat viele Talente. Sie ist das Herz unserer Gruppe. Sie hält uns alle zusammen und gleichzeitig kann sie uns dabei helfen, unseren Weg zu finden.
Eisblume ist das neueste Mitglied. Wir haben sie gefunden und sie zuerst für den Feind gehalten. Sie hat uns wichtige Informationen über den wahren Feind gegeben, mit dem wir jetzt zu euch kommen. Es werden harte Kämpfe auf uns zukommen. Wir werden unser Gebiet verteidigen müssen gegen einen mächtigen Feind. Wenn er siegt, ist alles verloren. Wenn wir jetzt gemeinsam stark sind, können wir ihn zurückschlagen. Welcher Feind? Sie kommen aus dem hohen Norden. Sie haben Waffen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, aus einem schwarzen Metall. Sie sind fester als alles, was ich jemals gesehen habe, und sie scheinen böse Wirkung auf den zu haben, der sie trägt. Wir hatten einen Dolch. Er hat sich auf den Geist ausgewirkt. Hat einen guten Menschen böse gemacht. Hat ihn zu grausamen Taten angestiftet. Diese Waffen müssen sofort vernichtet werden. Sie dürfen von niemandem getragen werden. Sie haben Wesen bei sich. Die sind, was wir noch nie gesehen haben. Wie zusammengeflickt aus verschiedenen Tieren. Sie sind dunkle Elfen. Als du Elfen sagst, spucken hinter euch die beiden Krieger auf den Boden, auch der Häuptling. Sie sind noch viel schlimmer als die Elfen, die wir kennen. Noch viel schlimmer und schwerer zu besiegen, als die, denen ihr ein eindrückliches Beispiel am Winterlager gezeigt habt. Wir haben die Überreste davon gefunden. Es war ihnen eine Warnung. Dasselbe wird mit den anderen Elfen passieren, wenn sie kommen. Ob dunkel oder hell, ist mir egal. Man darf sie nicht unterschätzen. Wir sind die Eisfuchsleute. Sie sind ein mächtiger Feind. Und dann um euch herum alle so. Und doch glaube ich, dass sogar die Eisfuchsleute einen harten Kampf werden ausfechten müssen. Wir leben für den Kampf. Das weiß Hast du das vergessen, Ilva, als du weggelaufen bist? Ich bin nicht weggelaufen, weil mir der Kampf zu viel geworden wäre. Das habe ich anders in Erinnerung. Tja. Es kommt so ein suffisantes Lächeln von hinter dem Thron. Die Gründe waren andere, wie du sehr wohl weißt, Rangra. Pandur. Ich dachte von hinter dem Thron. Ach so, du wolltest sie ansprechen. Ja, okay. Ja, weil sie grinst auch so blöd. Ja, ja. Die Gründe waren ganz andere. Und ich bin auch nicht hier, um das hier zu bereinigen oder zu diskutieren. Mir geht es nur darum, euch vor diesem Kampf zu warnen. Als Einheit können wir stark dagegenüber sein. Bestehen. Als Einheit. Dein neuer Stamm mit zwei Elfen, einer schwächlichen Nivesin und einem Himmelsboten. Und welche Armee? Wir haben andere Verbündete. Und doch hatte ich gehofft, dass auch ihr dazu zählen könntet.
Wer sind Sie? Ich zähle auf, ein Rondra-Geweihter aus dem Tempel der Angst. Dann die Anführerin der Prajoten mit ihren Mannen. Wir haben einige Ujuka hinter uns, eine bunt zusammengesuchte Gruppe und doch viele Menschen, die bereit sind zu kämpfen, denen an unserer Heimat liegt, die nicht bereit sind, leicht aufzugeben. Und ich dachte, wenn es jemanden gibt, der nicht bereit ist, leicht aufzugeben, der kämpfen kann und will, dann darf ich nicht die Fjaninger vergessen. Oh, Yetis sogar. Die Yetis damit auch. Die Völker des Eises gemeinsam gegen den Feind. Unter deiner Leitung? Nein. Ich bin nicht die Anführerin. Wir haben in beinahe jeder Gruppe unserer Verbündeten Leute gefunden, die besondere Lichter tragen. Himmelslichter. Funkelnde Edelsteine, die miteinander eine besondere Verbindung haben. Ihre Träger sind Häuptlinge und Anführer. Ich trage keines. Er greift sich so an diese Krone, die er aufhat, setzt sie so ab, dreht die so ein Stück und jetzt sieht man, dass halt in dem vorderen breiten Bronzezacken von hinten ein Stein eingefasst ist. Der jetzt sogar ein ganz leichtes Licht abgibt. Ich gehe drauf zu. Wir haben auch einen. Ist mir noch nie aufgefallen. Es sind genau Steine wie dieser. Seht ihr, wie das Licht darin pulsiert? Stein gehört zur Krone des Häuptlings. Das mag ja sein, aber ich habe sonst nie die Krone des Häuptlings so genau angeguckt. Fällt euch auf, dass er sich anders verhält als sonst? Dass er jetzt pulsiert und leuchtet. Das tut er seit einigen Monaten. Das ist das Anzeichen der Veränderung. Das tun die anderen auf. Sie reagieren auf die drohende Gefahr. Und wenn sie zusammen vereint werden, dann sind sie sehr mächtig. Er mustert noch einmal alle Leute und es tritt wieder dieses merkwürdige Schweigen ein. Ich gucke möglichst entschlossen und so, als ob ich genau weiß, was ich sage und was ich hier tue. Ich grinse mal noch. Vielleicht sieht es ein bisschen dümmlich aus. Das kippt irgendwann, ne? Ich werde mich mit Rangar beraten. Und den anderen Kriegern. Seid so lange Gast der Eiswuchsleute. Ich nicke ihm zu. Ich lasse euch ein Zelt herrichten. Das nehmen wir dankend an. Und geh raus. Ja, dann steht ihr vor dem großen Zelt und die Plane wird wieder zugezogen hinter euch. Ihr seht so beim Rausgehen noch, wenn ihr über die Schulter blickt, noch wie Rangar irgendwie hinter dem Thron hervortritt und ihr
dem Mann auf dem Thron einen Kuss auf die Wange gibt. Dann gibt die Zeitplane zu. Hat noch jemand das Gefühl, dass das nicht so super gelaufen ist? Möchtest du, dass ich es herausfinde? Oh. Nur mal, das, ist war, anstrengend. Das war der längste Kontakt, den ich je mit Fjernigern hatte. Du kennst Ilva länger. Naja, mit Fjernigern als Stamm, nicht einzelnen Personen. Lothir, das, was ich bis jetzt von Fjernigern so verstanden habe, ist, dass eigentlich der meiste Kontakt über die Axt läuft, oder? Und du hast noch keine im Kopf, das bedeutet, es ist mega gelaufen gerade, hallo? Das bedeutet allerdings auch, dass du noch keinen Kontakt hattest. Also über deine Einschätzung. Nein, ich habe ja nicht das Gefühl, dass der König unser Feind ist. Nein, ist er nicht. Rangra ist das Problem und sie scheint noch mehr Einfluss gewonnen zu haben, als sie es jemals hatte. Kann die zaubern? Nicht, dass ich wüsste. Hat die ein Problem mit Magie? Keine Ahnung. Das ist hier jetzt generell nicht so wahnsinnig beliebt, aber auch nicht wahnsinnig verbreitet. Also, naja. Was ist hier schon verbreitet außer Hunger und Eis? Ja, das Zusammenhalt? Vielleicht. Was genau hast du ihm jetzt erzählt? Also ich habe kein Wort verstanden. Ich hab ihm ist hier zumindest keine fjarningische Beleidigung, die ich kenne. Wir haben uns nicht gegenseitig beleidigt. Das ist schon mal ganz gut gelaufen, glaube ich. Nein, ich habe erzählt, warum wir hier sind. Von der Bedrohung aus dem Norden. Von den Himmelslichtern. Und dass wir Verbündete haben, die Lichter tragen. Und dass wir sie vereinen wollen im Kampf gegen die dunklen Elfen. Und deren seltsame Kreaturen, die den ganzen Norden bedrohen. Und darüber wollen sie sich jetzt beraten. Immerhin haben wir jetzt festgestellt, sie haben auch einen Himmelsstein. Himmelslicht. Naja, also ich denke, das größte Problem, also meine Erfahrung aus der Vergangenheit, was Fjerninger betrifft und die für die Eishexe gearbeitet haben, gerade fjerningische Männer neigen dazu, sich für unbesiegbar zu halten. Und haben es nicht so mit Subtilität. Das heißt, wenn sie sehr gut ist in Einflüsterungen, merkt er vielleicht gar nicht, dass er manipuliert wird. Aber das müsste sich herausfinden lassen, wenn sie einen Einfluss auf ihn nimmt, oder? Goswin? Guck sie dir doch an. Da musst du doch jetzt nichts zaubern. Das siehst du doch so, dass sie Einfluss auf ihn nimmt. Wie viele Leute? Weiß nicht, also er wirkte ein bisschen. Frau fragen, bevor sie irgendwas entscheiden. Er wirkte. Ja, so eine gut, Figur ich hatte. Auf dem Thron abgeben. Er wirkte alt. Entschuldigung, wenn ich das ja, so sage. Ja, er wirkte alt, also vielleicht hört er auch nicht mehr so gut. Irgendwas muss passiert sein, wenn er also kein. Er muss noch immer stark sein. Das ist nicht das. Das ist nicht. Das ist klar, aber. Die meisten Fjerninger, wenn sie älter werden, und so älter als 40, sind dann im Regelfall nicht mehr Häuptling. Der ist noch nicht älter als 40. Das meine ich ja. Irgendwas. Aber er sieht so aus. Irgendwas ist hier komisch. Das ist so, ja. Also gut, Kummer, Gram, das kann einen entstellen regelrecht und altern lassen. Das habe ich schon gesehen. Du hast es vor allem am eigenen Leib erfahren. Der fährt sich mal so durch eine graue Strähne. Ja. Und wenn ich dadurch ein wenig graue Haare bekomme, was muss ihm dann passiert sein, wenn er
nur so vor Kraft strotzt. Was ist ihm oder dem Stamm passiert? Wie wird man zum Häuptling Ilva? Muss man den alten Häuptling erschlagen? Muss man eine Prüfung der Himmelswölfe ablegen oder von Firun? Man muss sich bewähren. Man muss sich bewähren im Kampf. Nein, nein, wir wollen hier niemanden töten. Ich dachte nur, vielleicht wäre das der Grund, warum er so aussieht. Entspann dich, du wirst nicht wie Häuptling der Fjaninger, es reicht. Werd jetzt nicht größenwahnsinnig, ja? Wir hatten das schon mit der schwarzen Magie. Keine Fjaninger! Naja, wie du schon sagtest, Fjaninger scheuen sich nicht vor Kämpfen. Auch wenn sie durchaus in der Lage sind, realistischere Chancen einzuschätzen. Aber ein Häuptling muss vorangehen. Deswegen sterben viele Häuptlinge im Kampf. Wer danach zum Häuptling wird, wird vom ganzen Stamm dazu bestimmt. Und es sind diejenigen, die sich als Krieger besonders hervorgetan haben. Du vermutest, wir müssen noch weiter Überzeugungsarbeit leisten. Ja, aber ich weiß nicht, wie wir an Rangra rankommen sollen. Was ist denn ihr Schwachpunkt? Gerade wirklich so, als wäre sie Pandur. Aber da bin ich raus. Ich habe eine Idee. Naja, Fjaninger sind doch große Kämpfer, oder? Wir stehen vor dem Kampf dieses Zeitalters. Ich meine natürlich, wenn die feigen Fjaninger sich hier verstecken wollen, während wir den Feind da angreifen, wo es ihm wehtut, können sie das natürlich tun. Mal überspitzt gesagt, also. Oh ja. Genau. In Richtung wäre ich sonst auch gegangen, ja. Aber lass sie gleich erstmal beraten. Wir werden da gleich weitermachen müssen. In dem Moment nähert sich ein kleiner Junge der eurer Gruppe, läuft auf Lothir zu, stellt sich so aufrecht vor Lothir hin, hat so eine Umhängetasche. Sieht, der kleine Junge hat schon Narben irgendwie so quer über dem Oberkörper, irgendwie so halb im Gesicht, so Schmisse. Packt so, greift tief in diesen Beutel rein, zieht einen Fisch raus und reicht den Lothir. Danke. Man sieht so was Ähnliches wie ein Lächeln auf seinem Gesicht. Lothir lächelt auch, ist ein bisschen ratlos gerade. Ich habe dich als Schamanen vorgestellt. Ja, aber was möchte er, dass ich jetzt tue? Ihn segnen oder was? Ja, mach doch! Macht er irgendein. Ja, das mir selber nicht. Doch. Halt auf, steh ins Gesicht und behaupte, es sei ein Segen. Jetzt hast du die Chance. Der kann doch segnen. Warum ist das Problem? Mach's doch. Ja, dann lass den Warte, segne doch. Ja. Holotier nimmt dann taucht den Finger in den Schnee. Hier ist kaum Schnee wegen einem großen Feuer, aber du kannst halt ein Stück zur Seite gehen. Da wird ein bisschen Schnee sein. Dass die Finger halt ein bisschen befeuchtet sind vom Schnee. Und dann würde ich mich vorbeugen und dem Jungen das Zeichen Ifrins auf die Stirn malen. Gesegnet
seist du und deine Familie im Namen, das ist wahrscheinlich das Einzige, was er kennt, Ifrins. So heißt Ifrin bei den Fjarnigern. Ifnir heißt die bei den Fjarnigern. Oder ja. Ifnir, genau. Mhm. Ifnir. Ja, also ich übersetze das mal. Ich übersetze das ruhig auch nochmal für ihn. Ja, der Junge guckt dann Richtung Ilva, meinte Harregnor. Wo ist er? Wer? Harregnor. Mein Bruder. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist er verschwunden? Ertrunken. Im Fluss. Beim Spielen. Ifnir, Schamane. Ich übersetze für Lothir. Schaut mal auf den Fisch. Svafnir hat ihn geholt. Umgebracht. Jetzt ist er bei Ifnir. Ist er da angekommen? Ich nehme an, du übersetzt. Natürlich übersetze ich. Ich übersetze das alles weiter, natürlich, ja. Ach du meine Güte. Dann geht Lothir vor dem Jungen auf die Knie, damit er quasi so ein bisschen, nicht ganz auf Augenhöhe, aber annähernd. Jetzt ist er größer als du, ja. Genau. Ja. Ist ein Halbwüchsiger. Ja, du schätzt den so auf, keine Ahnung, 8 oder so. Ja, dann geht's noch. Okay, so groß wie Kajo. Dann legt Lothir hier seine Hände auf die Schultern von dem Jungen. Blickt dann zu Ilva hoch. Und dann wieder zu dem Jungen. Und dann spricht er sehr langsam und klar, damit halt das Übersetzen ein bisschen einfacher ist. Dein Bruder ist bei Ifnir sicher angekommen. Ich gebe das an den Kleinen weiter. Und auch wenn der Strom, das Meer ihn geholt hat, so ist er jetzt doch auf dem Weg zu Frunu. Ifnir geleitet ihn zu dem großen, eisigen Vater. Ilva, mach mal Götter- und Kulte-Probe. Alles kann Lothir ja nur auch nicht wissen. Ja. Doppel-1. Doppel-1. Sehr gut. Ja, also Ilva kennt sich natürlich mit der fjarnischen Götterwelt aus. Und das, was Lothir da gerade behauptet, was getan wird, das wird den Jugend total, verstören. Weil Ifnir niemanden geleiten kann. Sie ist nämlich selber gefangen. Von Svafnir. Und schon gar nicht zu Frunu. Weil der will das wahrscheinlich gar nicht. Der ist ja mitleidlos und, ja. Also wenn der wenn du das übersetzt, dass Ifnir ihn geleiten wird, dann wird er das
Das, ja, genau. Das sage ich ihm nicht. Ich sage ihm, er ist bei Elfnir. Er muss das nicht alleine durchstehen. Die Gefangenschaft. Sie sind zusammen. Und dein Bruder war bestimmt stark, oder? Kannst du dir vorstellen, dass er gemeinsam mit Ifnir einen Weg finden kann, Svafnir zu besiegen? Ja. Zusammen können sie stark sein. Du weißt, wie das ist im Norden. Wenn wir zusammenhalten, sind wir stark. Und er ist nicht alleine und Ifni ist nicht alleine. Sie werden es versuchen. Ifnir wartet auf Rettung und beherbergt die, die Svafnir holt. Ja. Irgendwann retten wir sie. Und meinen Bruder. Bin jetzt nicht sicher, ob ich einen kleinen Jungen in Selbstmord getrieben habe oder ob ich ihm Hoffnung Ja, gegeben habe, aber ich lasse das mal so er dreht stehen. sich auf jeden Fall um und stapft davon. Ich glaube, das war gut. Ich glaube, bevor du hier als Schamane irgendwie weiter rumwirkst, solltest du niemals die Sprache lernen. Das geht nicht gut. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Nichts, ich habe was anderes dem Jungen gesagt. Also hat er was angestellt? Die Fjaninger sind die einzigen, mit denen ich mich nicht im geringsten auskenne. Die erzählen einfach nichts. Das glaube ich nicht. Du kennst dich auch mit allem, was angeblich im Süden liegt, nicht aus. Möchtest Was du die ist das noch ohne Inferenzwaffe aventurische verbringen? Äquivalent zu Bedumps? Komm, wir machen mal eine ehrliche Mutprobe im Eis sitzen. Ja. Mit nacktem Arsch, jawohl. Ihr seid fies. Ich bin derjenige, der sich einen Pelz wachsen lassen kann. Übrigens war ich bei dieser Szene froh, dass wir keinen Torvaler in unseren Reihen haben. Boah. Und wir wissen auch jetzt, warum die Ja. Fjaninger sich mit den Torvalern nicht verstehen. Da gab es wohl mal vor Jahrhunderten einen Übersetzungsfehler. Svafnir, der böse Wal. Fürchterlich, dieser Der eklige. frisst alle auf. Ja. Böse Wal, der einen ganzen Schwan verschluckt hat. Also Wal gefüllt mit Schwan. Ja, bestimmt mal ein interessantes Gericht. Wir Es schweifen geht ab. hier echt nicht Hast du das um jetzt gesagt? Kulinarik, du. Nein! Nein! Solche Art von Selbstgesprächen führe ich nicht. Ich führe andere Arten von Selbstgesprächen. Schwäne werden nicht gegessen. Genauso wenig wie Gänse. Deswegen haben die Fjaninger übrigens auch genauso wie die Gjergskalender auch Angst vor dem Meer und Angst vor dem Wasser. Weil da der böse Walgott drin ist, der alle auffrisst und einen Hass entwickelt auf alles das, was am Land ist. Dann würden sich die Fjaninger mit den Gjallskern ja eigentlich ziemlich gut verstehen. Also von der Religiosität zumindest her. Da zumindest schon, ja. Da. Nur um das mal so irgendwie nochmal einzubringen für die Leute, die sich mit den Religionen nicht so gründlich auskennen da. Ich habe eine Forelle. Das sind Ah, übrigens da ist ein Feuer. die Das ist ein Feuer zweiten, übrigens, ne? das ist übrigens die Ehrerbietung, die man die man der, ja, wie hieß sie jetzt noch genau? Und Ifnir. Ifnir zukommen lässt, weil sie nämlich neben den ertrunkenen und von Svafnir geholten Leuten ebenfalls die Fischer auch beheimatet in ihrem Gefängnis.
heißt, die Fische sind gut, die Wale sind halt böse. Eva? Yep. Gibt es jemanden hier, den du sehen willst? Familie, Freunde? Das wäre die Gelegenheit. Das stimmt, aber ich bin nicht sicher, ob ich nur Freunde habe hier. Du hast doch die Blicke gesehen, als wir reingekommen sind, oder? Da scheint ordentlich Stimmung gegen mich gemacht worden zu sein. Ja, jetzt kannst du es rausfinden, ob du noch Freunde hast. Also von außer uns natürlich. Hm. Das Schlimmste. Schlimmste wird wahrscheinlich sein, meinen Vater aufzusuchen. Vielleicht sollte ich. Oh, das verstehe ich. Aber das Schöne ist, Ilva, du kannst dich darauf vorbereiten. Oder ich gehe direkt als erstes hin. Dann wird alles danach ein Spaziergang. Ich glaube, ich sollte zu meinem Vater gehen. Sollen wir mitkommen oder sollen wir hier warten? Auf Geschrei achten oder... Ihr könntet den Fisch zubereiten. Das wird nicht lange dauern. Entweder wir bringen uns gegenseitig um oder ich bin in 2 Minuten wieder da. Also... Fisch zubereiten, na klar. Da ist ein Feuer, du hast einen Fisch in der Hand, die machen uns ein Zelt fertig. Also das kannst du auch mit Zeichensprache, dafür müsst ihr kein Fianglisch kennen. Die sagen sowieso, reden sowieso nicht mit dir, die sagen, hier komm mit und das ist dein Zelt. Also das kriegst du hin. Ich glaube, wir haben in den letzten 5 Minuten sowieso viel mehr geredet als das ganze Dorf in den letzten 3 Wochen. Mindestens, ja. Ja, ich möchte nochmal auf den Punkt, entweder sind wir beide tot, zurückkommen. Ja, es kehrt auch wieder ein bisschen Alltagsgeschehen. Also die Leute kehren auch wieder so ein bisschen zur alltäglichen Routine zurück. Nicht Ruine. Das Dorfleben kehrt sich so ein bisschen von euch als Attraktion ein bisschen ab. Und da man kann tatsächlich solche Szenen beobachten wie, ein Mann, der halt mit so einem erlegten Tier halt über den Schultern halt in das Zelt stapft, dann hört man so ein kurzes Geschrei aus dem Zelt und dann fliegt er irgendwie rücklings aus dem Zelt raus und hat ein blaues Auge. Ja, dann stapft irgendwie 2 Minuten später so eine Kriegerin halt, so die Frau halt, eine Frau aus dem Zelt, reißt den hoch, er holt aus, haut sie. Also dann geht eine richtige Keilerei los. Und da stehen halt Leute drumrum und... So. Ja, die haben es hier nicht so mit passiver Aggressivität. Ich glaube, die haben sich einfach längere Zeit nicht gesehen. Oh. Ja, also wie gesagt, entweder es läuft gut oder halt nicht. Ja, wir sehen das. Wir werden es hören, bevor wir es sehen. Das vielleicht auch, ja. Ja, oder auch bei den Kindern, die Übungskämpfe machen, was man sehen kann, das sieht am Anfang noch ein bisschen niedlich aus, so, wenn die da mit ihren Holzschwertern und Holzäxten da herumhantieren. Aber dann merkt ihr irgendwann, dass wenn die da zuschlagen, richtig Wucht dahinter steckt. Und in einer Szene kriegt einer der... Ein junges Mädchen haut mit ihrer Axt halt so einmal Horus aus und haut einem der Jungen so voll damit auf den Kopf und es macht ein großes Knack, die Axt bricht im Stiel und es gibt halt eine riesen Platzwunde und aber das scheint die auch nicht sonderlich zu beeindrucken. Die lassen den einfach blutend im Schnee liegen. Im Gegenteil, die feiern das Mädchen noch. Schlussfolgerung. Solange eine Schlägerei nicht ritualisiert ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich möchte dem Jungen trotzdem helfen. Ja, dann lauf hin. Ich bin dabei. Ja. 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 Ja, liegt schwer atmend halt im Schnee, der sich leicht rot färbt.
Nehme ich ein Tuch, pack das mit Schnee voll und mache eine kalte Kompresse. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann für Arzt kannst du ja mal Heilkunde Wunden würfeln. Oh ja, ich würfel heute so gut. Was soll ich schon schief? Elva hat die Doppel-1 heute, das war richtig gut. Ich würfel jetzt die Doppel-20 mit Ansage. Ja, fast. Ja. Schauen wir mal. Heilkunde Wunden. Da habe ich ein 17, 18, 14. Das sind vier. Universalheilmittel. Ja, habe ich geschafft mit 0 über. Einfach ein bisschen Schnee drauf. So eine. Wollte Goswin noch was machen? Wollte einfach nur dabei stehen und moralische Hilfeleistung halten. Ja, dann kommt er nach so ein paar Minuten wieder zu sich und blickt dich so mit großen Augen an. Die Kompresse halt so auf den Kopf hältst. Schaut sich so um. So mehrere Leute aus dem Stamm stehen halt neben mit so verrückten Armen, so dann gucken sich das an. Dann im ersten, also der guckt sich so ein bisschen um, dreht so den Kopf, man merkt, dass ihm das weh tut, wenn er den Kopf irgendwie dreht. Mhm. Und dann schlägt er aber deinen Arm weg. Hat's aufgehört zu bluten? Nee. Wie schätze ich die Wunde ein? Hört die auf zu bluten oder haben wir da was Größeres getroffen, sodass er Gefahr läuft zu verbluten? Ja, so schlimm wird es jetzt nicht sein, aber es ist halt eine große Platzwunde am Kopf. Naja, Kopfbluten bluten ja schon stark. Ja, ne? Er rappelt sich so auf, man merkt, dass er richtig so schwankt, aber dann die Kompresse halt selber hochhält, festhält und dann so an dir vorbeiläuft, dich böse anguckt. Und dann hörst, wenn Ilva da in der Nähe ist, hört sie sowas wie, ich kann das selber, Vibe. Warte. Erstmal Goswin, dann ich. Ich fasse Kaio auf die Schulter. Lass ihn. Es scheint in dieser Kultur Dinge zu geben, die sind schlimmer als körperliche Verletzungen davon zu tun. Die. Stell ihm ein Bein. Dem Kleinen? Ja. Ja, dann fällt er voll auf. Weil der konnte ja eh kaum gerade laufen. Dafür kriegt die Kaio von mir einen auf den Hinterkopf. Au! Ja, wenn er mich dann anguckt, wenn ich wie er guckt, dann gucke ich ihn so an. Nicht in diesem Blick, Freundchen. Der Junge rappelt sich hoch. Fliegst du schneller wieder im Schnee? Nimmt sich die Kompresse wieder, die er fallen gelassen hat. Ilva hört einen fjanischen Fluch. Und dann geht er auf Ikayu los. Ich stelle mich dazwischen. Ja, Goss, wenn du dazwischen magst, sagt der Junge hat Kraft, aber der ist halt dizzy, ne? Also der kann sich nicht genau richtig bewegen. Es ist echt so peinlich mit euch. Man kann euch nirgendwo mit hinnehmen. Es ist schlimm. Ich stelle mich. Was? Und der rennt wahrscheinlich gegen mich. Ja, ja. Ja. Mach eine beschwichtigende Geste und warte, wie der Junge reagiert. Weißt du, wie doll die ihn gerade beleidigt hat? Du hast gesagt, ich soll mir nichts gefallen lassen! Schaltest du mir den halben Platz? Die Waschweiber. Ich hab doch wirklich keine Ahnung, wie man mit anderen Kulturen umgeht, ne? Lothar hebt mal eine Braue, guckt sich das Ganze jetzt mal an. Ja, denn, wie Goswin fjanische Erziehung vornimmt. Der Junge merkt halt langsam, dass er halt irgendwie irgendwas tun muss, weil er halt sich kaum noch auf dem Bein halten kann, wegen der Kopfwunde. Macht dann so in Richtung Ikayu, wendet sich ab und geht weg. Den halben Meter neben mich, den er daneben gedeutet hat? Ja, genau. Okay.
Ich drehe mich um. Ganz liebe Hundeaugen, ja. War das nötig? Ja. Musst du das sein? Hast du so ein kleines Ego, dass du einem Jungen noch einen mitgeben musst? Hm? Eva hat gesagt, wir sollen uns nichts gefallen lassen. Stapft kopfschüttelnd von dannen. Das wird zu blöd hier. Wir so die Worte im Mund. Du wolltest ja eh zu deinem Vater gehen, ja. Ich bin eh schon weg, ja, das stimmt, hast du recht. Du halt dich mal raus hier. Das Ehestreit. Na, ehrlich. Lothi hat den Fisch, der hat ist der jetzt zu tun, ja. Also streiten. Zwei Regeln, Ikayo. Okay. Zwei Regeln. Die sind unglaublich wichtig, wenn du dich in Kulturen bewegst, die du nicht kennst. Abwarten und beobachten. Nicht zu schnell reagieren. Du weißt nicht, ob du mit deiner Tat nicht mehr anrichtest, als hilfst. Du hast das jetzt gerade zur Eskalation gebracht. Wer weiß, ob es nicht irgendwo um die Ecke eine Möglichkeit für den Jungen gibt, ohne Gesichtsverlust die Verletzung zu bekommen. Das kannst du nicht wissen. Stattdessen muss er jetzt neben seiner Kopfverletzung auch noch hinnehmen, dass ihm irgendeine Fremde geholfen hat. Es gibt Verletzungen, die sind schlimmer als körperliche Verletzungen. Naja, wenn er die nicht bald versorgen lässt, dann läuft er hier nirgendwo mehr hin. Ich weiß. Aber du kennst dich hier nicht aus. Du weißt nicht, wie es hier läuft. Naja, offensichtlich ist es vollkommen in Ordnung, dass Kinder sich gegenseitig totschlagen. Oder zumindest halbtot. Ja, offensichtlich ist das hier in Ordnung. Während die beiden Erwachsenen, die ihr eben gesehen habt, auch noch aufeinander eindreschen. Ich zeig da einfach mal so. Offensichtlich ist das hier in Ordnung. Aber was willst du daran ändern? Willst du deren Volk ändern können? Er muss den Rest seines Lebens in diesem Stamm verbringen. Und wenn das nur noch 10 Minuten sind, sind es nur noch 10 Minuten. Aber wir können es nicht ändern. Wir versuchen, die gerade als Verbündete zu bekommen. Glaub mir, mir passt das auch nicht. Ich finde das total mies. Aber es bringt ja nichts. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Du musst dich bei mir nicht dafür entschuldigen. Sollte er nachher auf mich losgehen, lasse ich mich niederschlagen. Nein! Was? Dadurch hat der Luftband seine Ehre wiederhergestellt, oder nicht? Es sei denn, es ist eine Axt. Dann nicht. Bitte nur um Zurückhaltung. Ob ich mir die Flossen in die Ohren stopfen kann? Ja gut, geh wieder zum Feuer. Sehr recht. Ich habe Lust auf einen Tee. Es hat nicht zufällig jemand Salz dabei? Es kommen zwei Krieger an und führen euch halt in ein kleines Zelt am Rande des Dorfes. Also die reden gar nicht. Sie ziehen einfach Lothier so an dem Schlawittchen und ziehen den mit. Deuten dann so auf das Zelt und ja, schubsen dich so in die Richtung. Ich denke, ich kann dann laufen. Mein Gott, ich muss ja für die alt aussehen, dass sie mir auch noch eine Gehhilfe verpassen wollen. Mein Gott, ich muss wirklich alt aussehen. Ja, ähnliches wird Goswin und Ikayo passieren, dass man sie auf das Zelt hinweist. Und Ilva ist auf der Suche nach dem Zelt ihres Vaters.
Wie sieht das denn aus? Ach, das erkenne ich an den Markierungen. Da ist auch so ein bisschen drauf gemalt, was er für Siege im Krieg schon erfochten hat. Seine Jagdtrophäen sind darauf eingezeichnet. Man sieht die verschiedenen Felle, die er gejagt hat. Ich weiß genau, wie das aussieht und aus welchen Fellen das zusammengenäht worden ist und welche Zeichnungen drauf sind. Mhm. Ja, dann findest du das Zelt auch. Ja. Ich schlag das Türfell praktisch so zurück, trete ein. Vater? Ja, saß der Mann saß im Schneidersitz irgendwie vor so einer kleinen Kochstelle. Als die Zeltplane weggeschlagen wird, steht er langsam auf, dreht sich zu dir um. Eva. Dann stehen wir uns jetzt erstmal gegenüber und gucken uns an. Was macht er denn für einen Gesichtsausdruck? Stoisch, wie immer. Ja, ich auch. Jetzt müsste irgendwer zuerst mal den Mundwinkel nach oben oder nach unten bewegen, damit wir weiß, woran wir sind. Es dauert. Ja, ich habe Zeit, ihn anzugucken. Wie doll ist der denn gealtert in der Zeit? Dann schnellt seine Hand so nach vorne. Ich gehe auf ihn zu. Ja, er tritt auf dich zu. Schaut nochmal so über deine Schulter, ob du hinter dir den Vorhang geschlossen hast. Habe ich. Tritt dann noch einen Schritt weiter und umarmt dich. Und drückt dich mit all seiner Kraft, also so ziemlich heftig, so wie so ein Schraubstock. Ich drücke zurück. Wollen wir doch mal sehen hier. Ja. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, man hört so leichtes Knacken hier und da. Im einen sowie in dem anderen Körper. Ja. Und nach einer Zeit lassen die beiden sich wieder los. Schön, dich leben zu sehen, Tochter. Dachte, du wärst tot. Sie haben berichtet, du wärst tot. Ich wäre es fast gewesen, ja. Aber ich habe Gefährten gefunden, mit denen ich weitergezogen bin. Einen Gefährten? Nein, nicht einen Gefährten. Eine Gruppe von Menschen, mit denen ich herumziehe. Stimmt es, dass du Fjolnir und Kjaska getötet hast? Sie haben mich angegriffen. Ich musste es tun. Er tritt nochmal und drückt dich nochmal und haut dir so auf die Schulter. Gut, Tochter. Wenn du nicht gegangen wärst, das waren die beiden besten Krieger, du weißt. Ich weiß. Und doch musste ich einfach gehen. Ich habe zu viel aufgewühlt hier. Ich weiß. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Was ist mit Pandur? Er ist Häuptling geworden. Das habe ich gesehen, aber das... Er hat sich verändert. War keine einfache Zeit. Diese Elfen haben uns angegriffen.
Unten im Lager. Ja, wir haben die Überreste davon gesehen. Haben sie zurückgeschlagen. Ich selber habe bestimmt ein Dutzend getötet. Schlägt sich so gegen die Brust. Sie kämpfen feige mit Pfeilen. Aus der Ferne. Aber ihre Knochen brechen schnell. Ja, die von diesen Feinden tun das. Ich bin mit meinen Gefährten hierher gekommen, um den Stamm von einer noch größeren Gefahr zu warnen. Ich habe vorhin bei Pandor vorgesprochen. Einige Krieger haben davon gehört. Sie waren dabei. Und doch, ich befürchte, dass niemand auf mich hören wird. Rangra scheint noch größeren Einfluss gewonnen zu haben, als ich es je hatte. Und sie hasst mich, egal was ich sage. Das hat sie immer. Ich weiß, aber jetzt komme ich als Bittstellerin. Dann bist du die Schwache in dieser Situation. Und das will ich nicht sein. Dann tu was dagegen. Soll ich sie herausfordern? Ich will die Hilfe des Stammes. Wir brauchen gute Krieger, wir brauchen starke Leute, die wissen, wie sie kämpfen. Die Kraft haben, gegen diesen Feind uns beizustehen. Wir haben Gruppen aus dem ganzen Norden versammelt. Verschiedene Menschen, Yetis, die Stämme des Nordens. Sie alle werden sich vereinen gegen diesen Feind. Und ich hoffte, die besten Krieger auch mit dazu zu bekommen. Eiswuchsleute. Richtig. Meine Axt hast du. Gut, Vater. Wir werden Seite an Seite kämpfen. Meinst du, wir können noch mehr aus dem Stamm überzeugen? Pandur ist nicht umsonst Häuptling. Er hat immer weise gehandelt in den letzten Monaten. Dann wird er sich hoffentlich für den Kampf entscheiden und für die Rettung des Nordens. Bin mir sicher. Egal, was er tut, es wird zum Besten unseres Stammes sein. Aber der Kampf gegen diese Elfen hat uns viel gekostet. Viele Krieger sind gestorben. Ich hab's gesehen. Einige bekannte Gesichter. Ja. Der Stamm ist nicht mehr so stark, wie als du ihn verlassen hast. Mit dir hat er große Stärke verloren. Du hast viel von deiner Mutter. Ja. Aber wir zwei Dickschädel alleine hätten es auch nicht aufgehalten. Aber vielleicht hätten wir noch ein paar mehr mitgenommen. Frono prüft uns. Ständig. Das wird er immer tun. Und ich befürchte, die größte Prüfung steht uns nun bevor. Feinde, die Waffen tragen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Dann zeigen wir ihm, dass wir aufrechten Hauptes sterben oder seine Prüfung schaffen. Fremde Wesen, wie zusammengeflickte, verschiedene Tiere und Elfenkörper in einem. Sie haben viel Kraft, sie sind stark. Der Schamane sprach davon, dass Hamachu aus dem Gebirge freigelassen wurde. Und das Himmelslicht funkelt. Das. Ich habe heute zum ersten Mal gesehen,
dass in der Krone des Halblings ein besonderer Stein verarbeitet ist, der nach Auskunft von Pandur und Rangra seit einigen Wochen funkelt und pulsiert. Er begann zu funkeln, als Rangra die Krone aufsetzte. Ein Zeichen, dass er der wahre Anführer ist. Als Pandur die Krone aufsetzte. Genau, als Pandur die Krone aufsetzte. Entschuldigung. Ja, das ist möglich. Und doch gibt es mehrere dieser besonderen Steine. Andere Anführer von anderen Stämmen tragen auch welche. Der Anführer der Yetis trägt einen. Verschiedene Anführer der Menschenstämme tragen welche. Und sie alle vereint werden helfen können im Kampf gegen den Feind aus dem Norden. Bragi würde dir bestimmt zustimmen, wenn er noch leben würde. Und du nicht? Ich bin alt, Ilva. Ich habe nie viel davon verstanden, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Wenn der Häuptling sagt, wir kämpfen, dann kämpfe ich. Ich kämpfe gut. Aber ich bin nicht gut darin, zu entscheiden. Ich nicke. Ja, das hast du Mutter überlassen. Und das war gut so. Seit der Schamane fort ist, muss Pandur viel mehr entscheiden. Aber er tut es gut. Das ist gut zu hören. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Sie haben sich zur Beratung einige Zeit erbeten und sie werden uns ein Zelt im Dorf herrichten. Dann stell mich deinen Gefährten vor, die dich begleiten. Das tue ich, Vater. Komm mit mir. Ja, er legt sein kostbarstes Fell um. So ein Wolfsfell, wo der Kopf halt so die Haube ist. Greift seine bronzene Axt. Und man merkt diesem doch inzwischen schon alten Mann an, dass ihm das ja gar nicht so leicht fällt. Ja, und stapft dann hinter dir her. Du merkst irgendwie, das hat er früher nicht gemacht, er humpelt. Ich sehe das mit hochgezogener Augenbraue, aber ich werde mich hüten, das anzusprechen. Lotte auf Schwächen hinweisen ist nie gut. Learned lesson. Ja, man kann das machen, aber das ist eine Herausforderung. Ja, und jetzt hatten wir doch uns gerade alle so ein bisschen gefreut, dass wir uns nicht totgeschlagen haben. Fast tot gequetscht, aber ja. Das war nett gemacht. Ja, währenddessen im Zelt Lothir, Ikayu und Eisblüte. Ja, ich mache mal Fisch. Ja. Es gibt dann wohl mal frischen Fisch. Diese Kultur ist faszinierend. Sie wären die geborenen Sklaven. Oh, sag ihnen das nicht. Wieso nicht? Wie würdest du darauf reagieren, wenn dich jemand als geborenen Sklaven bezeichnet? Ich bin kein geborener Sklave. Ja, aber es könnte ja andere Leute geben, die anderer Meinung sind. Weißt du, für die Menschen ist es unglaublich wichtig, frei handeln und entscheiden zu können. Wieso? Weil sie nur dann sich als Mensch fühlen.
Das habe ich anders erfahren. Menschen bei uns waren nie gut darin, frei Entscheidungen zu treffen. Kommt immer ein wenig auf das Umfeld an. Wenn irgendwas... Menschen in großen Gruppen neigen dazu, sich Entscheidungen abnehmen zu lassen, solange sie irgendwie in ihrem Sinne sind. Deswegen haben wir Anführer. Menschen sind leicht beeinflussbar. Ja. Ja. Sie tun viel für Essen, zum Beispiel. Die Männer tun viel für ihre Weibchen. Oder überhaupt für ein Weibchen, wenn ihr versteht, was ich meine. Als Blüte, ich glaube, ich möchte das Thema wechseln. Mir wird gerade schlecht. Sie schaut so ein bisschen... Wir wollen der, leben. Der Punkt mit freiem Willen, freier Handlungsmöglichkeit ist sehr sensibel. Aber es gibt Gegenden der Menschen, habe ich mir sagen lassen, wo es ganz normal ist, Sklaven oder so etwas zu haben. Natürlich ist es normal. Im Großteil der Welt nicht. Also soweit ich weiß, ich höre es ja nur von den Händlern. Faszinierend. Siehst du hier irgendwo Sklaven? Naja, der ganze Stamm wäre gut als Sklave. Du redest aber auch im Konjunktiv. Siehst du hier irgendwo Sklaven? Nein, aber das ist auch der Grund dafür, dass sie so barbarisch und hinterwäldlerisch leben. Oder? Vielleicht haben diese Menschen sich das ja auch so ausgedacht. Vielleicht haben sie entschieden, lieber barbarisch und hinterwäldlerisch leben als Sklaven haben oder sein. Damit wären wir wieder bei... dass Menschen falsche Entscheidungen treffen. Aha, und wieso ist das falsch? Jetzt mal ganz ehrlich, was macht dich denn zur Instanz zu entscheiden, ob das richtig oder falsch ist? Ich halte mich durchaus dafür in der Lage, das zu entscheiden. Ich habe oft über das Schicksal von anderen entschieden. Also deine Meinung macht deine Meinung so wichtig. Klingt für mich nicht besonders überzeugend. Du hast auch nur Entscheidungen über andere getroffen in deiner Welt. Du bist aber nicht mehr in deiner Welt. Das ist mir bewusst. Ich glaube... Dementsprechend sind hier andere Regeln. Es gelten andere Gesetze. Manche würden dich als schwach betrachten, weil du nicht unter der Sonne wandeln kannst. Das ist doch einiges lecker. Vielleicht ist das sogar eine Schwäche, ja. Aber ich bin dabei, sie abzustellen. Ich bemühe mich, in der Sonne zu laufen. Und zu sein. Wie ihr gesehen habt. Das wirklich Ironische daran ist, also was ich so gehört habe von, dass es genug Menschen gibt, die deine Meinung über andere Mitmenschen auch haben. Dann kann sie nicht so falsch sein. Und auf irgendeine faszinierende Art und Weise ist die Lebensweise dieser Barbaren unserer relativ ähnlich. Ich wundere mich darüber, dass sie noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, diese anderen Stämme, die hier rundherum wohnen, zu versklaven. Die Kraft hätten sie. Und das heißt, sie dürfen es schwächer ist. Ich müsste mal mit dem Häuptling sprechen, warum er noch nicht auf die Idee gekommen ist. Sobald du deine Kapuze abnimmst, hast du keinen Kopf mehr. Warum?
weil er auf andere Ideen schon gekommen ist, nämlich zum Beispiel Elfen zu köpfen. Und ihre Köpfe auszustellen. Ich habe gesehen. Aber diese Gesellschaft funktioniert wirklich ähnlich. Herausforderungen, Entbehrungen, Stärke. Das ist ein großes, zentrales Problem, denke ich. Nur weil jemand die Macht hat, etwas zu tun, seinen Willen durchzusetzen, sollte er es noch lange nicht tun, wenn er dadurch andere in Gefahr bringt oder es schlechter macht. Dieser Gedanke hat mich von der Göttin weggeführt. Versuch das aber aus der Sicht der vermeintlichen Sklaven zu sehen. Das fällt mir schwer. Naja, du hast ja noch Zeit zu lernen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Ein weiser Philosoph der Menschen hat den Satz geprägt: Eine Zivilisation wird nicht an ihren Bauten oder an ihrer Macht gemessen, sondern immer nur daran, wie sie mit den Schwächsten umgegangen ist. Das macht eine Zivilisation eine gute oder eine schlechte Zivilisation und nichts anderes. Das ist ein schöner Spruch. Ist ja nicht von mir. Ich bin kein weiser Philosoph. Ich lerne viel. Ich sehe schon, die Göttin hat uns viel vorenthalten. Ich denke, das Wichtigste ist, sich möglichst viele verschiedene Meinungen zu einem und demselben Thema anzuhören. Aber ist das nicht... Wenn du dich umsiehst in dieser Welt, Eisblüte, wirst du immer wieder Meinungen finden, die dich und deiner Überzeugung oder die alten Überzeugungen deiner Kultur unterstützen. Aber wenn du genauer hinsiehst, wirst du auch Meinungen finden, die diese nicht unterstützen oder nur teilweise. Erst wenn du all diese Meinungen kennst, sie zusammen betrachten kannst, wirst du wahrscheinlich erkennen, was richtig für dich ist. Ich glaube, es kommt nicht darauf an, was richtig für mich ist. Es kommt darauf an, was richtig ist. Das Problem mit dem richtig und dem falsch ist, dass das jeder anders bemisst. Deswegen suche ich nach den Ersten, den Alten. Ja, aber vielleicht ist ihr richtig und falsch heute nicht mehr richtig und falsch. Wie kann das sein? Weil die Welt sich wandelt. Und vielleicht ist das in ihrem Interesse. Wie kommst du auf die Verbindung zwischen alt und maßgeblich? Die, die zuerst da waren, sind die, die herrschen. Mhm. Oder nicht? Würdest du das in Friesow auch sagen? Die, die zuerst da waren, sind die, die herrschen? Dann hätten deine Leute... Mein Volk war zuerst. Dein Volk war da zuerst? Nicht da, aber da. Nicht vor Ort, aber es existiert länger. Also, und du glaubst, dass es kein Volk davor gegeben haben könnte? Kein anderes? Ich weiß es nicht. Deswegen suche ich danach. Also du sagst ja, dass dein Volk selbst geschaffen worden ist. Ja. Aber dann hat dein Volk doch überhaupt keine Existenzberechtigung in deiner Argumentation. Doch, als dienende Rasse. Ah, also als Sklaven. Ja. Mhm. Das gibt Sinn. Einen großen, aber es gibt Sinn. Aus ihrer Sicht gibt das sehr viel Sinn, ja. Aber aus unserer nicht. Ja. Ihr hört Stapfen von vor dem Zelt. Und Ilva. Ich kenne an Jiskas Ohren, dass es Ilva ist.
Ilva und ihr Vater kommen. Ich komme in das Zelt rein. Dreh mich so ein bisschen zu meinem Vater um und dann wieder zu euch und sag dann, muss ich gerade erst kurz wieder überlegen, aber auf, dann zu euch, das ist der große Krieger Blutgrimm, mein Vater. Und dann stelle ich die Gruppe vor, so wie ich das vorhin auch gemacht habe. Der etwas ältere Mann mit dem Wolfsfell und der großen bronzenen Axt auf den Rücken geschnallt mustert euch, tritt dann zuerst zu Lothir, weil er so rein von der körperlichen Erscheinung her ihm am stärksten erscheint, holt einmal aus und haut dir so gegen die Schulter nach vorne. Dann mache ich wohl eine Pirouette. Ich greife sofort zu meinem Stab. Wie war das mit dem Beobachten? Blutgrimm guckt so komisch, guckt so etwas verwirrt Richtung Ilva. Diese Art von Begrüßung sind sie nicht gewohnt. Ah. Diese Art von Begrüßung würde ich nicht überleben. Dann macht er so. Ja, der streckt halt die Hand aus und hilft Lothi nach oben. Dann kommt aus so einem gebrochenen Gariti Verzeihung. Schon gut. Dann zeige ich jetzt mal meinem Vater, wie man begrüßt mit Handschlag. Ilva, auf Janingisch. Und nicht so doll drücken. Das sind die großen Krieger, die nicht mal eine Begrüßung standhalten? Ihre Kultur ist anders. Die zeigen erst später, was sie können. Nicht sofort die Kraft. Nach der Begrüßung. Erst wenn es gebraucht wird. Immer für eine Überraschung gut. Soll man sich wundern. Ja, dann sichtlich irgendwie irritiert macht er halt die normalen Handschläge, wo er drückt fest zu. Ja. Dann steht da Blutgrimm. Von den Eisfuchsleuten. Ikayu, von den Himmelslichtjägern. Du musst erst überlegen, weil normalerweise ist sie ja von Lapilas und Karnuas stammen, aber das stimmt ja jetzt nicht mehr. Das alle ist für Brecht, alle neu. Alle Brecht vielleicht jetzt. Oder ist es Goswin von... Stimmt eigentlich. Ja. Also die Hochzeit war ja eine nivesische, ne? Ja. Also ist jetzt... Aber es gab zumindest den Segensspruch von Ifrit. Also es ist quasi auch zwölfgöttlich. Er zählt als Travia-Bund. Ja. Ja, ich denke, das kann man machen. Ja. Himmelslichtjäger. Himmelslichtjäger. Was macht denn der Fisch hier, Lothir? Können wir meinen Vater zum Essen einladen? Mit einem Fisch. Euch ist klar, dass wir schon zu 50 sind. Guck dich die Forelle an. Eine Forelle an. Ja, Mann! Jesus hat das auch gekonnt, Mann! Wofür haben wir denn Not hier? Dann gebührt dem Gast aber das größte Stück. Natürlich. Ihr könnt essen, ich gehe spazieren, es reicht. Man muss doch hier im Norden miteinander teilen. Jetzt haben wir schon mal was zu essen da. Also besser kann das mit der Gastfreundschaft doch überhaupt nicht laufen hier. Also Leute, habt ihr denn gar keine Kinderstube? Wenn Besuch kommt, muss man was anbieten. Ja. Ich gehe spazieren und ich verlasse das. Ja.
Blutgrimm greift auch so in seinen Gürtel und holt so ein kleines Messer raus. Irgendwie so ein Steinmesser, ne? Also aus Stein gemacht. Legt es so auf den Boden. Gastgeschenk. Oh, das ist sehr großzügig. Ja, pass auf, das ist echt scharf. Das kannst du gut mit filetieren gleich. Not, hier guckt sich gerade ob er irgendwas in seinen Taschen hat. Ich zieh mal eine Handvoll Perlen aus einem meiner Beutel. Noch übrig von meinem Brautkleid. Aus Knochen, sind gefärbt. Schön geschnitzt. Teilt sie ihm hin. Nickt so. Klaut er zu Ilva rüber und klaut so auf die Perlen. Ja, was denn? Da kannst du eine Kette von machen oder in die Haare flechten. Jetzt sei doch mal kreativ hier. Nimmt die Perle so, die so an sein Haar. Sieht etwas unbeholfen aus. Ich helfe ihm ein bisschen. Ich flechte die ihm schön und dann noch eine zweite in Bar. Ich glaube, ich sollte mal nach nach der ersten Perle macht er so... Nein, Tochter. Wenn mich die anderen so sehen. Lot, hier versucht mal auf Janengisch dieses Gastgeschenk nachzusprechen. Das erste fjärdingische Wort. Ja, er nickt so, wenn man damit anfängt. Ifnir. Klopft sich so gegen die Brust mit der Faust. Ja, Goswin wollte raus spazieren gehen. Ja, dann gehst du vors Zelt hinaus. Was machst du denn draußen? Ich laufe umher. Geh mal so durch das Dorf, Lager oder was auch immer das genau ist. Irgendwas Spezielles, so, was du auskundschaften möchtest oder einfach nur so ziellos? Nee, ziellos. Also ich geh mal so alles ab. Guck mich um. Guck auch mal in den Himmel. Ja. Ist relativ wolkenklar. Gibt wohl wahrscheinlich eine sternklare, deswegen auch sehr kalte Nacht wahrscheinlich. Aber wenigstens keinen neuen Schnee. Das ist doch schon mal gut. Ja. Merkst dann irgendwie dann, dass da mehrere Krieger aus dem Häuptlingszelt herausstapfen. Ja, da hat der Häuptling wahrscheinlich nicht alleine eine Entscheidung gefällt. Das klingt gut. Er ist ja auch ein weiser Häuptling, anscheinend. Angeblich zumindest. Ja. Ja, aber gut, dann kannst du da ein bisschen herumwandern, wenn du noch nichts spezifisch suchst, dann wirst du da auch nicht großartig nichts Spezifisches finden. Kriegst halt das ganz normale Dorfleben mit, was ich eben ja schon beschrieben habe. Kriegst dann vielleicht aber, wenn du dich ein bisschen näher da irgendwie aufhältst, bisschen genauer beobachtest halt auch mit, dass durchaus auch sowas wie Fürsorge oder also anderes als es nur Härte gibt in dieser Gesellschaft. Aber meistens halt so hinter verschlossenem, also wenn wenig Leute zugucken oder gar nicht zugucken. Und was läuft bei den anderen? Wollt ihr wirklich einen 6-Personen-Fisch essen? Ich werde irgendwann Goswin hinterhergehen. Okay. Ich wäre sonst nochmal rausgegangen und hätte irgendwie draußen nochmal Leute angesprochen, ob sie ein bisschen Essen entbehren können, damit wir uns versorgen können. Wir haben ja auch noch dabei. Ja, mit den unseren Sachen. Vom Schlitten holen, ja. Genau, vom Schlitten hole ich noch was. Und dann haben wir einen Fisch und dann machen wir einen Eintopf mit geringem Fischanteil, aber
Eine Fischsuppe. Kannst du satt von, ja. Kannst du satt von werden, jawohl. Mhm. Lothiel wird halt versucht, mit der Hilfe von Ilvon, ihrem Papi, ein paar Brocken Fjaningisch aufzuschnappen, also so ein paar Schlagwörter oder sowas. Ja, er spricht halt auch gebrochen Gareti. Mhm. Also man kann sich mit ihm unterhalten. Das heißt, du brauchst Ilva auch nicht als unmittelbaren Übersetzer. Also was wie zum Gruße, Hallo, Ja, mhm. Nein, halt die typischen Sachen halt. Ja. Fragst du, was heißt Ja? Macht er, was heißt Nein? Gastgeschenk. Ich möchte diese Felle nicht kaufen. Also, ja, es klärt sich einiges in deinem Kopf auch jetzt, wo du drüber nach. Du hast ja viel schon über Fjaninger gehört und so, aber ja. Ja, das ist der erste, mit dem ich wirklich, also so jetzt auch normal reden kann, abgesehen von Ilva. Ja, er fragt auch ganz interessiert, warum Schamane der Ifnir? Sie hat mich gewählt. Man fand mich im Schnee. Niemand weiß, woher ich kam. Bist du geflohen? Ich war ein Säugling. Entkommen. Den Korb am Rand Frigorns ausgesetzt mit nichts weiter als Schwanenfedern. Macht Sinn. Schamanen des Ifnir sind selten. Aber wir werden mehr. Dafür gibt es leider immer weniger Diener Firuns. Oder Frunus, direkte Sprecher. Frunu mag keine Diener. Sprecher. Frunu spricht durch den Wind. Durch den Wolf und den Bär. Durch Schnee und Eis. Durch Schnee und Eis. Braucht keinen Menschen, der spricht. Vielleicht hat das was damit zu tun. Der Norden hat viel durchgemacht. Viel zu viele deines Volkes sind schon gestorben durch schlechten Einfluss. Die Eishexe. Und diese neue Bedrohung, die älter ist als alles andere. Frigon und Frisov sind zerstört worden. Und dort waren viele Menschen. Sicher nicht alles Krieger, aber nicht jeder ist Krieger. Aber Pando hat das erzählt, als er Häuptling wurde. Hat darauf bestanden, nicht jeden in den Kriegerpfad zu schicken. War neu. Das ist sehr weitschauend. Hat bestimmt, dass einige Zelte bauen, Schlitten, Waffen. Das klingt sehr gut aus meiner Sicht. Ich kenne deine Kultur. Pando ist guter Häuptling. Ich hatte nur sehr wenig mit deinem Volk bislang zu tun, außer eben leider als Feind.
War schwer. Zeltemacher sind die Schwachen. Pando hat geändert. Jetzt auch starke Menschen, starke Krieger, Zeltemacher. Das ist weise. Einige sagten, wäre Schwäche. Traditionen ändern sich nicht über Nacht. Aber wir fangen an. Unser Schamane Bragi sagte, irgendwann erwacht Amashtu unter dem Gebirge. Sprach mit Pandur und Pandur sagte, nur Krieger werden nicht reichen. Wer ist Amashtu? Bruder Frunus. Böse. Frunus und Angra haben gefesselt unter Nebelzinnen. Oh. Ich versuche mal gerade eine Brücke herzustellen. Ja. Diese Armee, die finstere Armee, wir vermuten, dass sie dann vermutlich Amashtu dient. Dann hatte Bragi recht. Schade, dass er nicht mehr lebt. Ist ungewöhnlich, keinen Schamanen zu haben bei euch. Nein. Oder? Bragi war immer da, war so alt wie ich. Sein Vater auch schon Schamane. Aber er keine Kinder. War der Erste, der erkannt, dass Il war anders. Ich ihn damals gefordert zum Kampf wegen dieser Erkenntnis. Ich war dumm. Ilva lächelt beim Kartoffelnschneiden über diese Erinnerung. Und rührt mit verschmitztem Lächeln weiter im Eintopf rum. Manchmal meinen habe Bragi den Arm gebrochen. Er nicht mehr erzählt von Ilva anders. Bis Ilva anders. Manchmal meinen wir es einfach gut mit den Kindern und verrennen uns dann darin in unserer eigenen Meinung. Bei uns Meinung richtig von dem, der stark ist. So anders ist das häufig bei uns auch nicht. Aber ich gelernt, dass das falsch. Ilva anders. Ja. Ich glaube, das erklärt so einiges. Hat man so einen schmunzelnden Blick zu Ilva. Grinst und rührt Suppe. Ja, Ikayo geht Goswin hinterher, findet ihn dann wahrscheinlich. Wo wird sie dich finden, Goswin? Im Dorf? Am großen Feuer irgendwo in der Mitte oder irgendwo abseits? Ja, wahrscheinlich dann irgendwann am großen Feuer. Nachdem ich ein bisschen umhergewandert bin, setze ich mich ans Feuer und gucke da einfach rein. Und genieße, dass da einfach gerade mal keiner einem die Ohren voll quatscht. Komme ich ja gerade richtig. Das Schöne ist, Kaio hält tatsächlich einfach die Klappe. Die hat nämlich eigentlich gar nichts zu sagen. Die will einfach nur gegenchecken, ob es Goswin gut geht.
Wenn sie das so sieht, dass es Gospin gut geht und dass er offensichtlich nicht irgendwie in dunklen Gedanken sich verläuft oder, keine Ahnung, die nächste Weltherrschaft plant, dann setzt sie sich daneben und entfloht ihren Hund oder so. Beschäftigt sich. Ja. Ja, Gospin, es ist tatsächlich irgendwie merkwürdig angenehm, das Treiben des Dorfes um dich herum. Aber keiner, der quatscht. Übrigens haben wir gerade irgendwo Hall bei irgendwem. Ich weiß nicht. Ich hab's bei euch beiden gehört. Das hör ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich ja. beim Pölle, weil der ja mit Boxen hört. Ja. Ich werde immer mal wieder einen Blick Richtung Häuptlingszelt werfen. Siehst du irgendwann, dass Ragnar rauskommt? Mit einigen anderen Frauen spricht. Und die anderen scheinen sie irgendwie richtig anzuhimmeln, halt, weil sie ist ja die Häuptlingsfrau. Ja, und sie scheint das genießen, Leute herumzukommandieren und so. Sehe ich irgendwie, dass sie in Richtung unseres Zeltes deutet? Nee. Sie deutet ein paar Mal auf euch, wie ihr da sitzt, aber sonst nicht auf das Zelt, wo ihr war. Was hältst du von ihr? Tja. Sie ist wie ein Eisberg. Groß und gefühlskalt? Nein. Da brodelt definitiv mehr unter der Oberfläche, als man sieht. Und wir werden nicht sehen, wann wir auf Grund laufen bei ihr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die gefährlich ist. Ja. Allerdings nur, solange sie uns als Gefahr für sich... Sie will ihre Stellung nicht verlieren. Ja, aber dann sind wir in dem Moment so oder so Gefahr für sie, weil wir ein neues Element einspeisen. Dieses Dorf scheint sehr stabil gewesen zu sein, bis wir hierher gekommen sind. Also es läuft ja auch noch weiterhin sehr stabil. Allerdings bedeutet das Arbeit für sie. Und ich meine, du hast da gerade in diesem Zelt gemerkt, was für eine Dynamik unsere Gruppe bedeutet. Ja, Kaio friemelt mal das Himmelslicht unter ihrem Oberteil hervor, trachtet das eine Weile nachdenklich. Pulsiert leicht. Er hat den Stein des Anführers. Er hat das fehlende Himmelslicht. Das, von dem wir uns nicht sicher waren, wo es ist. Das wahrscheinlich alle anderen irgendwie verbindet. Naja, er hat es. Ja. Aber ich befürchte, er trifft seine Entscheidungen nicht allein. Ich würde mich gern mit ihm unterhalten. Ihm zeigen, was dieses Himmelslicht kann. Das, was Eisblütes Himmelslicht kann, damit er versteht, dass das... Das klingt so dämlich. Ist das keine Entscheidung eines Einzelnen, sondern... Ich weiß nicht. Der Wille der Himmelswölfe, der Götter. Ahnung. Dann tu es. Dann zeig es ihm. Sobald ich mich irgendwie mit ihm verbinde, wird doch Ragnar sagen, Hexerei! Soll sie doch. Ja... Ist Loti so, ich bin nicht da. Sie hat eine große Axt. Also die Axt ist fast doppelt so groß wie ich. Ilva hat auch eine große Axt. Ich habe zwei große Äxte, aber ich bin auch nicht da. Ich habe eine scharfe bosparanische Aussprache. Ja, aber
Ich habe das Gefühl, dass ich besser nicht ungefragt plötzlich in seinen Gedanken auftauche oder eher in meinen. Das ist richtig. Trotzdem wäre das definitiv eine Möglichkeit, ihn von unserem Anliegen zu überzeugen. Vor allem, weil... Ihr seht gerade, dass Ragnar irgendwie mit mehreren Kriegern wieder in dem Zelt verschwindet. Er würde begreifen, was die Chakragar sind, wenn ich mich daran erinnere. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so transportieren kann. Das ist alles noch so neu für mich. Vielleicht ist das der ausschlaggebende Punkt. Also, um dir vielleicht auch noch mal ein bisschen Mut zu machen, es kann auch sein, dass wir, ohne dass du in Aktion trittst, unsere Köpfe verlieren. Also, nur weil wir jetzt gerade hier ein Zelt bekommen haben und einen Fisch, heißt das noch lange nicht, dass wir hier nicht dann innerhalb der nächsten Nacht auch auf der Abschlussliste stehen. Also, dafür mag ich dich. Du bist ein positiver Gegenspieler. Positiv? Was war da? Gerade positiv. Also. Wir färben aufeinander ab. Auf jeden Fall ist es wirklich, wirklich, wirklich sehr anstrengend hier in dem Dorf. Ja, die Rotte von Kriegern mit Ragnar kommt wieder aus dem Zelt, schaut so in eure Richtung und geht dann auf euer Zelt zu. Ich glaube, es geht los. Jetzt kommt es drauf an, wie nett wir gebeten werden. Ich halte mich zurück. Lass uns trotzdem hingehen. Und ich stehe auf, klopfe mir so ein bisschen den Schnee von der Kleidung. Ah nee, gibt's ja gar nicht dort. Wir sitzen da ja nicht im Schnee. Am Feuer ist kein Schnee, ja. Gehe so aufs Zelt zu. Langsam nämlich. Ja, ihr kommt ungefähr zeitgleich an. Und versammelt sich so im Inneren des Zeltes. Und Ragnar spricht, folgt mir. Nimmt zur Kenntnis, dass Blutgrimm da sitzt. Und der schaut so Richtung Ilva, so mit diesem Soll-ich-mitkommen-Blick. Ich nick ihm mal zu, kann ja nicht schaden, und steh auf und gehe hinter denen her. Ilva, kannst du übersetzen, während du dich mit ihm unterhältst, damit wir was mitkriegen? Ich versuch mal. Super, danke. Ja, und ihr steht dann irgendwann wieder vor diesem hölzernen Thron mit den Bronzeverzierungen, nenne ich es jetzt mal. Dem immer noch in gleicher Pose da sitzenden Pandur, der wieder etwas müde die Hand hebt. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wie die Tradition es will, entscheidet der Stärkere darüber, was getan wird. Wer spricht für euch? Also ich würde vorschlagen, wenn der Stärkere für uns spricht, dann tut das Ilva. Ja, ich tue das. Deckt das Himmelslicht so mit der Hand, so hat keiner gesehen. Mit einem Ruck. Ja, Pandur schaut so ein bisschen traurig in Ilvas Richtung. Steht dann auf, ruckt die Axt, die ihn an den Thron gelehnt hat, an. Dann soll es so sein.
Wann und wo? Morgen. Wenn die Sonne am höchsten steht. Und der nimmt die Axt so hoch und rammt die so vor dieses Podest in den Boden. Sodass sie halt so stecken bleibt im Boden. Also durch die Teppiche, die da, also Fellteppiche, die da liegen, durch, dass sie im Boden stecken bleibt. Ich drehe mich jetzt tatsächlich nochmal zu Ilva um. Ilva hat ja dich gerade zum Kampf auf Leben und Tod herausgefordert. Der Stärkere entscheidet, wo es lang geht, ja. Auf Leben und Tod oder bis einer aufgibt. Und wenn du gewinnst, bist du dann automatisch Häuptling? Wenn ich gewinne, dann wird ihm keiner mehr folgen. Und wenn dann keiner von den anderen wagt, mich herauszufordern, ja. Ich guck mir mal diese ganzen 2,10 Meter Hühner an. Ja, er wirkt auf einmal auch nicht mehr so alt und gebrechlich, so wie er eben noch ausgesehen hat. Also er hat sich so vor voller Montur hochgeschraubt. Der ist auch ordentlich, also das hat man im Sitzen gar nicht so gesehen. Er ist auch ordentlich groß. Lothier ist ja schon groß und Ilva halt auch relativ groß. Aber er ist halt noch mal 2,5 Köpfe größer. Haben wir ein Problem? Chancen stehen 2-3, dass wir verlieren. Na, du bist ja ein Optimist. Wie eigentlich immer, oder? Standen die Chancen schon mal besser für uns? Irgendwann? Ja. Lass mich mal überlegen. Nehmt ihr an. Wir brauchen eure Axt als Bestätigung. Ich schlag meine Axt daneben. Aber sicher. Man sieht, wie Pando langsam die Augen so schließt. Ausatmet. Ilva lange anguckt und sich dann wieder hinsetzt. Dann sehen wir uns morgen. Und jetzt wirkt er wieder etwas kränklich. Geht. Ich nicke und gehe aus dem Zelt raus. Ja, hinter der, die für uns spricht. So schnell wechselt es. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir nicht Ikayu jetzt vorgeschickt haben. Danke! Ich hab gewartet. Du hast ja wohl nicht ernsthaft damit gerechnet, dass die Fjarninger irgendwas mit Quatschen können regeln, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sich gleich die echten Äxte um die Ohren zu kloppen? Wir sind doch keine Kinder mehr, wir machen doch nicht mehr mit Holzwaffen. Also ich bitte dich. Ja, eine Platzwunde, die von einer Bronzeaxt geschlagen wird, schließt sich auch weniger gut. Also, nenn mich überinterpretativ, aber... Was für ein Ding? Nenn mich überdeutbar. Weil Ilva... Ich würde morgen damit rechnen, dass er versuchen wird, dich zu töten. Das muss er, wenn er nicht sein Gesicht verlieren will. Aber er will es nicht. Tja, ich denke, da spielt noch jemand mit rein in die Gleichung. Sie hofft, dass er mich tötet. Ja, dann ist sie dich los.
Das Problem ist, wenn er gewinnt, werden sie höchstwahrscheinlich nicht einwilligen, uns zu helfen, damit uns ein Hüter des Himmelslicht, die Fjaninger, als Unterstützung fehlen. Wenn er verliert, muss er die Häuptlingskrone abgeben, aber er ist der rechtmäßige Träger des Himmelslicht. Wir brauchen ihn als Führer, als Anführer. Weil das Licht sich für ihn entschieden hat. Irgendwelchen kruden Umwegen. Eisblüte, meinst du, oder weißt du, dass der Weg des Lichts schon zu Ende ist bei dir seiner Wahl? Es hat angefangen, auf ihn zu reagieren. So wie auf mich. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Dann wäre auch Schmerzweber der rechtmäßige Träger seines Himmelslichts. Auch das will ich nicht bezweifeln. Dann sind wir verloren, denke ich. Naja, aber Goswin hat das Himmelslicht genommen und dir gegeben. Und bei dir wirkt es anders, als es das bei ihm tat. Nicht anders, aber stärker. Ja. Vermute, weil ich Liska nahe bin. Weil ich ihr ähnlich bin. Und ich vermute, dass er Gorfang nahe ist. Seine Aspekte vertritt. Und deswegen reagiert es auf ihn. Naja, wenn Ilva gewinnt und er noch lebt, hat er sein Gesicht verloren. Und keiner wird ihm mehr folgen. Und er trägt das Licht des Anführers. Versteht ihr die Zwickmühle, in der wir uns befinden? Deswegen sage ich, in 2 von 3 Fällen verlieren wir. Ilva verliert noch mehr, meint Blutgrimm. Nicht wahr? Ja, ich weiß. Aber wenn ich verliere, ist das alles nicht mehr mein Problem. Das sind Worte, die will ich gar nicht aus deinem Mund hören, junges Fräulein. So fangen wir hier gar nicht erst an. Ich habe nicht gesagt, ich gebe mir keine Mühe. Ich sag ja nur, wenn es denn wirklich so sein sollte, dann ist es nicht mehr mein Bier. So habe ich dich nicht erzogen. Das stimmt. Ich habe dich eigentlich gelehrt und deine Mutter vor allen Dingen auf die Konsequenzen deiner Taten zu achten. Deswegen bist du doch damals gegangen. Natürlich, aber was hätte ich denn tun sollen? Unser ganzer Weg hat uns hierher geführt. Unser Weg braucht es, dass wir die Stämme des Nordens hinter uns vereinen. Und wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich diesen Kampf, den ich offensichtlich führen muss, damit der Stamm mir folgt, nicht antrete, dann kommen wir nicht weiter. Wie streng wäre der stammesgebundene Gehorsam dir gegenüber? Könntest du sagen, was du willst und der Stamm würde dir folgen? Nein, jeder hat seinen eigenen Verstand. Und wenn ein Häuptling schlechte Entscheidungen trifft, es wäre also dann vielleicht muss man ihm nicht. Ja, ach ist denn. Dann muss man ihm nicht folgen, aber andererseits, dieser Häuptling hat sich durch gute Entscheidungen hervorgetan. Ein Zweifel an ihm wird nicht schnell kommen. Nichts, was wir innerhalb von wenigen Tagen irgendwie hinkriegen würden. Es wäre also vielleicht denkbar, im günstigsten oder besten Falle für uns, er gibt auf. Und du führst den Stamm in den Kampf, aber lässt ihn die Krieger anführen. Vielleicht ginge so etwas. Wenn
Nach allem, was, schon verändert. Was ich über Pandor weiß, wird er nicht aufgeben. Ja, würde ich jetzt auch nicht drauf. Entweder er stirbt oder ich sterbe. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Ich kenne mich in deiner Kultur nicht aus. Habe ich heute mehrfach bewiesen. Ich auch. Glaubst du, dass du ihn schlagen kannst? So, dass er nicht stirbt? Also ihn verwunden, zu Boden schlagen, ähnliches. Dass du ihn in eine Position bringen kannst, in der er eigentlich aufgeben müsste. Oder sterben. Vermutlich kann ich das, ja. Dann darfst du den letzten Schlag nicht ausführen. Du musst aufgeben. Und zwar wirst du vor seiner Weisheit kapitulieren müssen, seiner inneren Stärke den letzten Schlag hinzunehmen. Er ist der Stärkere, weil er sich den Gesetzen des Volkes beugt. Er ist ein weiser Anführer. Das macht ihn stärker als dich. Dadurch hätten wir eine Art Unentschieden. Würde das akzeptiert werden? Nein. Dann zeigen wir beide Schwäche. Ich, weil ich nicht tue, was getan werden muss. Naja, weil er besiegt wurde und es jeder gesehen hat. Naja, aber Pando hat auch die Regeln geändert, oder nicht? Es ist nicht das erste Mal, dass jemand darum kämpft. Und der Stärkere derjenige ist, der nach dessen Rat entschieden wird. Andererseits, ich meine, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, wenn der Häuptling herausgefordert wird von einem Krieger, der Häuptling den Krieger besiegt, aber der Krieger halt einfach einer der besten Krieger des Stammes ist, kann er ihn ja auch leben lassen, um halt diesen wertvollen Menschen nicht zu verlieren. Oder? Er denkt wie ein Ifrit-Geweihter. Leute, es funktioniert alles nicht ohne Gesichtsverlust. Und wenn du dein Gesicht verloren hast, dann hast du. Also dann kannst du auch tot sein. Es ist dann echt irgendwie auch egal. Ich komme mir gerade vor wie die Forelle. Ich will nicht. Aufgeteilt unter 6? Ich winde mich wie ein Fisch, der an der frischen Luft zappelt. Habt ihr noch irgendwas vor für den Rest des Tages? Wie verbringt ihr den Rest des Abends? Ich werde meinen mühsam gekochten Eintopf jetzt aufessen. Mhm. So. Goswin? Ich habe noch eine Idee, die ich gerne präsentieren möchte. Ja. Wenn Folgendes geschähe. Du haust Feste zu, triffst Pandur und haust ihn um. Pandur geht schwer verwundet zu Boden und plötzlich kommt ein halbelfischer Magier und holt ihn von der Schwelle des Todes ins Leben zurück. Wäre das möglich? Also ohne schwarze Magie, ne? Also Heilmagie.
Halber Gil. Wichtiger Zusatz. Wichtiger Zusatz. Magie, Ilva, ist der Grund, warum Leute dich verachten. Ich weiß. Und wer hält ihn dann davon ab, wieder anzugreifen? Sobald er nicht mehr tödlich verletzt ist, wird er seine Axt wieder in die Hand nehmen und sich auf mich stürzen. Also die Klippe zwischen tödlich verletzt und kampffähig, die ist dann doch ein bisschen höher als ich hole ihn von der Schwelle des Todes. Hast du schon mal einen Fjärdinger kämpfen sehen? Glaub mir, wenn jemand gerade einen eigentlich tödlichen Treffer abbekommen hat und das Leben gerettet wird, bist du nicht in der Lage, weiterzukämpfen. Also ich müsste mich schon sehr irren. Aber ich gehe stark. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand, der in diesem Zustand war und mit diesem Zauber gerettet wurde, sofort das Bewusstsein wieder erlangt. Berühmte letzte Worte. Er wird ja nicht mich angreifen, hoffe ich. Du hast schon. Erinnere dich an das Kind, das Ikayo gerettet hat. Du hast mich geheilt. Ah. Ich kann das nicht. Ikayo, es tut mir leid. Die Standparke von vorhin tut mir echt leid, aber ich kann das, ich kann mir das nicht mehr angucken. Ja, was meinst du, warum ich da geholfen habe? Ihr habt euch echt verdient, ihr zwei. Ach, halt die Klappe. Ja, bei nächster Gelegenheit halte ich dir trotzdem noch ein bisschen die Hand für ein High Five. Gut, im Zweifelsfall wirst du diesen Zauber auf Ilva an. Und ja, das dann, sowieso. Dann werden wir alle auf eine Karte. Doch jetzt ernsthaft nicht, oder? Im allerschlimmsten Fall müssen wir wirklich alles auf eine Karte setzen. Ja. Wir müssen wohl gucken, wie es läuft. Das heißt, ich werde ihn mit unseren Erinnerungen überfallen müssen. Sollte das funktionieren? Ich weiß ja nicht. Also, ne? Immer dem gesetzten Fall, ich krieg das hin, aber im Zweifelsfall müssen wir ihm halt echt einfach. Ich frage mich jetzt. Wir könnten ihn vergiften, meint Eisblüte. Nein. Nein. Das würde den Kampf erleichtern. Wir sind hier nicht auf Maraska. Nein. Praktikabel, ja? Im Süden. Nicht das Hinterlofer. Ich. Ja. Du kannst es versuchen, Goswin. Du kannst es versuchen. Ich kann dir nicht versprechen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ich werde versuchen, den Kampf zu gewinnen. Wenn ich das tue, wird irgendwann dieser Treffer kommen, der ihn potenziell umbringt. Wenn es das nicht tut, müsst ihr schnell sein und reagieren. Niemand kann Kämpfe exakt berechnen und vorhersagen. Wer wann welchen Schlag trifft, was ist werden denn es darauf ankommen lassen müssen. Mit dieser verstörenden Legende, die ich von einigen Veteranen gehört habe, dass Fjaniger manchmal dazu neigen, keine Schmerzen mehr zu empfinden und dann brüllend auf einen zustürmen. That's Ilva. Das kann ich auch, wollte ich gerade sagen. Und wenn er das auch kann, was machen wir dann? Dann rennen wir schreiend aufeinander zu und schlagen uns mit Äxten. Und das vorher auch schon und danach auch. Die Fjaniger, dann laufen wir aufeinander zu und schlagen uns mit Äxten. Guter Folgenname für die nächste Folge übrigens. Ja. Sie rannten aufeinander zu und schlugen sich mit Äxten. Die Fjaniger, die aufeinander zuliefen und sich mit Äxten schlugen. Die schreiend aufeinander zuliefen und sich mit Äxten schlugen. Entschuldigung. Das Schreien ist doch wichtig. In diesem Fall ja. Das spiegt sich wieder aus. Ah, falsche Sache. Was für ein Problem haben deine Leute eigentlich mit Magie? Du, wenn ich das wüsste, wäre ich auch eine Ecke weiter. Die meisten im Norden haben Probleme mit Magie. Warum?
Weil die letzte große Magierin hier durchgezogen ist, Völker versklavt hat und fast den ganzen Norden umgebracht hat. Es sind eindeutig zu wenig Magier hier. Das ist mir sowieso schon aufgefallen. Möglich? Wir können ja mal gucken, ob Festum oder Riva näher wäre. Da triffst du welche. Ja, das ist richtig. Allerdings, wenn man in Festum oder Riva Magiern begegnet, ist man danach ziemlich arm. Ich habe bestimmt noch eine Schwanenfeder übrig. Wie viele Schwäne davon schon gerupft wurden? So viele Federn, ja. Wie Lothier da aussieht. Ja, wann kommt das? Ich finde es roten völlig kahl. Irgendwann kommt ihr mal in so einen Iffien-Tempel, wo so die ganzen gerupften Schwäne da rumlaufen. Bestimmt so ein Schwanenfeder-Dealer-Umhang. Basierend im Schwanenfeder-Vorrat. Das Wunder Iffiens, ja. Das wäre geil. Ja. Vielleicht für die letzte Folge, mal gucken. Ja, aber um das mal auf die Blick auf die Uhr, wollt ihr noch irgendwas für den Abend tun? Also Eintopf essen und euch. Fjanningische Gesetze kennenlernen. Mhm. Und halt ja. Götterkunde. Gesetz. Kultur, also. Ja, aber Regeln des Stammes und. Also ich hatte jetzt eigentlich die einzige Regel des Stammes, glaube ich, verstanden. Der die anderen potenziell zu Klump hauen kann. Hat recht. Ja. Und so ist es. Wenn das jemand anzweifelt, dann muss er die Person halt zu Klump hauen, um zu beweisen, dass er alle potenziell zu Klump hauen kann. Beten. Ja. Oh, beten ist gut. Beten. Dann genießt ihr, soweit wie das möglich ist, noch den letzten Abend vor dem Kampf. Begebt euch dann in eure Schlafsäcke. Macht ihr irgendwas mit Wachen oder sowas? Oder fühlt ihr euch hier sicher? Die Fjanninger sind nicht für hinten rum. Entweder die bringen einen anständig im Kampf um oder die lassen einen pennen. So. Das traue ich 99,99% dieses Dorfes zu. Allerdings gibt es da eine Frau, der traue ich auch linke Manöver zu. Was sagt uns das jetzt? Also machst du Ikayo kein Auge zu. Ja, ich würde ja sagen, Ikayo teilt sich mit Liska die Wache. Also, wenn einer mit mir wachen will, wäre das schon gut. Jetzt bin ich morgen echt müde. Um Lothir zu zitieren. Lothir hat sich gerade selbst zitiert. Eisblüte braucht doch sowieso nicht so viel Schlaf, oder? Nö, die braucht keinen Schlaf. Dann also du vertraust jetzt gerade der Chakra-Gabe bis dem ganzen Aufjahr. Sagen wir so, ich habe schon die Gedanken der Chakra-Gabe geteilt. Dementsprechend ist sie mir näher als das ganze Dorf. Außerdem den Bitch-Battle möchte ich echt gerne sehen, wenn die Ranga versucht, uns zu vergiften, während Eisblume daneben sitzt. Genau. Wenn ihr einer dich vergiftet, dann bin ich das. Nee, Eisblüte sitzt dagegen. Habt ihr eigentlich schon mal über Sklaverei nachgedacht? Was ich euch bei der Gelegenheit eigentlich schon längst sagen wollte. Dieses Gift ist viel potenter als das, was du nehmen wolltest. Also wenn der Anführer schon sterben muss, meint Eisblüte, dann können doch wirklich einer von uns der Anführer werden, oder nicht? Ja. Ja. Ja, das ist schon so richtig gedacht, ja. Deswegen soll das Ilva machen, weil ich verkrafte einen Schlag ins Gesicht. Ilva, was passiert eigentlich, wenn der Häuptling stirbt, bevor euer Kampf ist? Wer wird dann neuer Häuptling? Das entscheidet der Stamm. Der Stärkere, oder? Ja, vermutlich, natürlich. Von dem, was ich so beobachtet hatte, ich traue ihr dir eher einen Kampf zu gegen einen anderen dieser Krieger als gegen den Großen. Nein. Wir gehen nicht. Ich habe das Gefühl, da ist ein Gedanke hinter, der mir nicht gefallen wird.
Nein, ich wollte nur eine Option mehr ins Spiel bringen. Ihr habt auch alle Vorschläge gemacht. Ich wollte das ist eigentlich ein guter Vorschlag, wenn man bis aufs Blut pragmatisch ist. Aber damit du dich nicht zu sehr von den anderen unterscheidest, bekommst auch du zu hören, nein, das geht so nicht, weil... Gleichberechtigung, Körper. So ein bisschen in den Arm und klopf ihr die Schulter. So. Jetzt gehörst du dazu. Voll die inklusive Truppe, ey. Jeder wird gleich beleidigt. Ja gut, Kaio, willst du denn die erste machen oder die zweite? Ich würde wahrscheinlich die zweite machen und mich danach nochmal hinlegen. Mhm. Weil in der tieferen Stunde der Nacht ist es wahrscheinlicher, dass etwas passiert, für den Fall, dass etwas passiert. Okay. Ja, dann weckt dich Eisblüte irgendwann zur Wache. Du hörst Lothir schnarchen. Wie schläft Ilva? Schläft die gut? Nein. Aber, also unruhig, ne? Sehr, sehr unruhig, irgendwie von Träumen hin und her geworfen und irgendwie sieht die aus, als würde sie im Traum schon irgendwie den rechte Kampf und linke Haken und so irgendwie, ja, ja. Goswin, wie schläft Goswin? Also von der Stimmung her bin ich zwar aufgeregt, aber die letzte Nacht war sehr, sehr kurz und aufregend und der Tag war unglaublich anstrengend. Von daher, sobald die Horizontale erreicht ist, ich muss auch ordentlich regenerieren. Ja, dann regenerier mal. Alle anderen auch, wenn sie müssen. Boah, super. Ja, und Ikayu macht dann Wache. Wie gestaltet Ikayu die Wache? Sie wird wahrscheinlich sich draußen vors Zelt irgendwo in den Schatten setzen. Mhm. Das Dunkle, wo man sie nicht unbedingt sofort sieht. Dann siehst du irgendwann so nach ein, zwei Stunden oder so eine Gruppe von Kriegern auf euer Zelt zu laufen. Oh oh. Und zwar schnell. Mhm. Haben die gezogene Waffen dabei? Ja. Dann werde ich gegen die Zeltplane treten, da wo ich weiß, dass Liska liegt, wodurch mein Hund wach wird und dann fängt zu bellen. Das ist, glaube ich, das Un... Ja, ihr etwas bellt. Also ich denke, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr vom Bellen wach werdet. Ja, definitiv. Der Schlaf ist viel zu unruhig, um das nicht mitzukriegen. Ich stehe vor dem Zelt. Mit Himmelslicht auf der Brust. Und ich möchte wissen, was hier los ist. Da laufen Leute mit gezogenen Waffen auf meine Familie zu. Mhm. Ich werde auch relativ schnell dann draußen stehen, weil ich dann sowieso ja schon irgendwie unter Anspannung nur geschlafen habe und dann wahrscheinlich auch relativ Krieger, schnell hoch bin. Krieger kommen mit den Waffen auf Ikayu zu. Erkennen sie wegen dem leuchtenden Licht? Reden gar nicht erst groß mit dir, packen dich irgendwie am Arm und drücken dich in das Zelt. Ihr anderen, die ihr seht halt, dass Ikayu so halb ins Zelt geschmissen wird. Ja, ich lande unsanft auf dem Boden, roll mich an der Feuerstelle vorbei, bevor ich schaut in drei böse Gesichter. Und Ilva versteht das, was sie sprechen. Niemand verlässt das Zelt. Was geht hier vor? Was soll das? Andor ist gestorben. Und Cliffhanger! Du Drecksack! Du bist so ein Arsch, weißt du das? Kommst du dir aber auch noch toll vor? Ja. Echt? Der kleine Koala in Koalis Kopf. Hab ich wieder gut gemacht, hab ich wieder gut gemacht. Boah, ich hatte so Panik, dass sie jetzt in das Zelt stimmen und uns einfach massakrieren. Ja, ich auch.
Sowas mache ich doch nicht. Hey, ohne Mist, Ikayo, du hast Eisblüte die Wache gegeben. Scheiße. Nein, habe ich nicht. Natürlich. Ja, nur die erste. Ja. Er ist tot. Ja. Wir haben das geklärt. Eisblüte, wo warst du? Vielen Dank fürs Mitspielen. ja, danke. Auch fürs Zugucken nach da draußen. Ich schaue wie immer mal, wie dann der da noch da ist. Du sollst ihn doch nicht vergiften. Hab ich nicht. Herzschlag, Ruhe, Atem, Stocken. Ja, Feramin ist noch da. Hallo. Bananenanden, Commander Root, Dollard, Power, D-Rex, Host, Giveaway. Kagrim, Mr. Magister, Positivity Bot, Shamasa, Slow Cool, Spoon, Steelhammer und Jairobi. Vielen Dank, dass ihr so lange noch durchgehalten habt, obwohl wir eine Viertelstunde überzogen haben. Aber, naja, passiert manchmal. Ja, wir sehen uns, wann sehen wir uns wieder eigentlich? Haben wir schon einen neuen Termin? Wisst ihr das auswendig? Ansonsten? 13. März, ja. Ja, in 2 Wochen. 13. Ja, in 2 Wochen. Und März, ja. Ansonsten schaut ihr auf dem Nerdpol vorbei. Im Eventkalender seht ihr dann bestimmt, wann die nächste Folge ist. Und ja, es wurde heute schon darauf hingewiesen, irgendwie hier unten drunter steht ja auf Twitch immer dieser Plan. Der stimmt nur nicht immer. Das ist ein Regelplan, so wenn alles irgendwie klappt. Aber es klappt halt nicht immer alles. Ne? Also, deswegen steht auch in der Regel Kling der Nacht für mittwochs, aber mittwochs ging halt jetzt nicht und dann haben wir gedacht, bevor wir gar nicht spielen und euch gar keine Runde geben, spielen wir am Montag. Ja. No. Ich hoffe, das ja, ist ganz gut. Dann weise ich am Ende des Streams nochmal drauf hin. Ich habe eine Aktion gestartet und zwar sowas ähnliches wie die Feedback-Challenge vom Mischka. Nur ihr könnt bei mir den Kommentar der Woche gewinnen. Ja, also wenn ihr einen Kommentar unten drunter schreibt auf YouTube, wenn ihr es nachguckt, dann ich küre jede Woche, ich weiß noch nicht an welchem Wochentag, wahrscheinlich mittwochs, den Kommentar der Woche und dann sammle ich die alle mal so ein, zwei Monate lang und ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich das so, dass ich am Ende von ein, zwei Monaten dann die Kommentare alle mal in meiner Community-Tab zur Auswahl stelle und dann könnt ihr draußen entscheiden, wer was gewinnt. Ich liebäugle damit, ein Ticket für die NerdCon auszugeben. Also wenn ihr da Interesse dran habt, ich schreibe das aber auch nochmal ins Community-Tab rein, wenn das soweit ist. Aber die jetzt am Mittwoch, denke ich, werde ich auch den ersten Kommentar schon mal küren. Also wenn ihr Lust habt, lasst uns einen Kommentar unten drunter und wenn der super toll ist, konstruktiv und uns tief bewegt, so wie Rerions Kommentar zum Beispiel zur Vampire-Runde gestern, den fand ich super toll. Könnt ihr was hinterlassen für uns. Wir freuen uns auch über andere Kommentare, die müssen jetzt nicht super mega toll ultra sein, aber jeder Kommentar, der von euch kommt und wird von uns gelesen und zur Kenntnis genommen und mit Herzchen versehen. Ja. Unser täglich Brot, eure Kommentare. Ja. Handherz. Ja, genau. Nordpol habe ich schon darauf hingewiesen und ja, mehr gibt es gar nicht groß zu sagen. Deswegen, habt ihr noch irgendwas? Außer Hashtag Böllöser Killfänger? Bitte lass es nicht Eisblüte gewesen sein. Bitte lass es irgendein natürliches Ableben gewesen sein. Das werden wir dann beim nächsten Mal. Ja. Wahrscheinlich kommt dann sowas, ihr habt gesagt, vergiften geht nicht in Ordnung. Von den anderen 39 Arten zu sterben habt ihr nichts gesagt. Ja, wahrscheinlich kommt dann eher so, wieso Goswin hat doch gesagt, das ist eine gute Idee. Tja. Ja, D-Rex, du brauchst diese Woche gar nicht mehr mitmachen. Doch klar, also es lohnt sich immer mitzumachen. Ich sage ja nur, dass der Kommentar von Lothier gestern schon mal ganz gut war. Den von, ja. Aber das heißt nicht, dass jetzt noch was Schöneres kommen kann. Das ist
ganz subjektiv Koala-Meinung, das gebe ich zu. Ich habe ihn ja auch vorgeschrieben, sonst hätte ich das nie hingekriegt. Oh, hast ihn Korrektur lesen lassen und so. Ich habe dafür extra einen Angestellten, der die für mich schreibt. Ach so, Ghostwriter. Aha, aha. Ja. Das gibt direkt einen Abzug mit dem Fleißbietchen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Macht's gut.